Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf die Filmfabrik. Es geht weiter mit der 7. Staffel von Game of Thrones. Hallo Jonas. Hallo Alper. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Nicht so gut. Warum? Okay, damit starten wir sofort mit meinem Malheur gestern Abend. Okay, davor erwähnen wir noch kurz, ja, dass der Podcast, so, dass das hier auch als Podcast erhältlich ist auf iTunes, Deezer und Soundcloud. Genau. Das findet ihr in der Info. Und um Spotify, wir bemühen uns drum. Ja. Das ist leider gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sich einfach anmeldet und das alles hochlädt. Wir versuchen es weiterhin. Okay, zu meinem Malheur gestern Abend. Erstmal. Also, Moment, das bestätigt eigentlich eine populäre Fantheorie hier innerhalb unseres kleinen Kreises. Was denn? Ja, dass du kein Targaryen bist. Ja, das ist absolut wahr. Ja, es ist halt nicht wie im Hausach, wo alle Eltern Geschwister sind. wir machen das immer so, dass wir montagabends, also ich mache das immer so, dass ich montagabends die Folge gucke. Dann nochmal die Folge gucke, also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und dann, wenn ich das auf Englisch nochmal richtig gucke, dass ich dann meine Notizen mache, damit ich hier in dieser Folgenbesprechung wunderbar vorbereitet bin, so wie wir es jetzt seit einem Jahr, also bei letzten Throne Weeks und dieses Mal machen. Und gestern Abend habe ich zum dritten Mal in meinem Leben eine French Press benutzt. Also ihr hört die Geschichte übrigens auch gerade zum ersten Mal, der Kameramann, der Jonas. Ich habe zum dritten Mal oder so, dass man neben eine French Press benutzt. Eine French Press ist eine Kaffeekanne, wo du halt Kaffee reinmachst, Kaffee, gemahlenen Kaffee, und dann heißes Wasser drüber kippst und dann das umrührst und dann mit so einer Presse das so runterdrückst, damit der Kaffee halt drin bleibt. Darf ich raten? Was? Du warst die French Press. Ich war die French Press. Quasi. Ja. Ich habe das Ding, also wie gesagt, ich kann mich noch nicht wirklich damit aus. Ich habe das so runtergedrückt, das war irgendwie sehr schwer. Und irgendwie ist dann ein Überdruck entstanden oder ein Unterdruck oder irgendein Druck, ich weiß es nicht genau. Und ich war eh gerade überhaupt abgelenkt und habe, ich weiß noch, ich habe ein YouTube-Video geguckt vom wunderbaren Kanal Ultralativ, der an dieser Stelle mal einfach also, so promoted werden also darf. Also ist er im Prinzip an deinem Malheur schuld. Quasi, danke Ultralativ. Und habe mir dann, also der Kaffee ist so hochgesprungen. Ach, auf jeden Fall, ich habe mir den ganzen Arm verbrüht. Habe den dann eine halbe oder dreiviertel Stunde unter Wasser gehalten. Meine Freundin durfte mich dann noch zum Dings fahren, zur Notfallapotheke. Und ich habe mir so ein Kühlgel gekauft und ein Schaumspray. Die haben dann geholfen, aber das hat alles halt Zeit genommen. Und als ich dann mit dem ersten Mal gucken fertig war mit Game of Thrones, war es halt nach Mitternacht, halb eins oder sowas. Und ja. Also ich fände jetzt cool, wenn so ganz viele Videos bei YouTube rausschießen würden und so Spiegel-Online-Artikel, populäre Fantheorie wurde jetzt nicht confirmed, Alper ist kein Targaryen, Alper wurde verbrannt. Das war das Uncoolste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Der Unverbrannte. Ja, ich bin der Verbrannte. Du bist der Verbrannte. Der Verbrannte. Deswegen wird heute Jonas wahrscheinlich den Hauptpart übernehmen und durch die Folge führen. Und ich werde nur hin und wieder sagen, ja, das war cool und das war nicht cool. Ja, ich hab Alper noch meine Notizen gegeben. Genau, falls ihr wundert, warum ich Notizen habe, das sind die vom Jonas. Genau. Nee, ich kann es ja heute so ein bisschen wie eine Abfrage machen, ob du dir alles gemerkt hast. Genau. Alternative wäre, dass wir das einfach einen Tag später hochgeladen hätten, dann aber hätten alle rebelliert und wir hätten 1000 Nachrichten bekommen. Wo bleibt die Folgenbesprechung? Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, einmal in die Infobox zu gucken oder in die Track-Beschreibung oder wo auch immer ihr euch das gerade anguckt. Da sind Reflinks zu allen möglichen Büchern und Werken von Game of Thrones. Wir haben sehr viel Sekundärliteratur gelesen in den letzten Monaten. Und alles, was wir dazu so haben und auch natürlich Westeros, die Welt von Eis und Feuer von George R. R. Martin selbst, all das findet ihr in der Infobox. Und wenn ihr mir die Links, die Bücher kauft, dann kriegen wir sogar einen kleinen Anteil daran, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Ja. Also im Prinzip haben damit alle Beteiligten gewonnen. Genau. Und wir wollen uns bei jemand ganz besonderem bedanken. Wir haben nämlich letzte Woche Post bekommen. Ja. Deshalb haben wir jetzt auch diese Flagge hier. Die Targaryen-Flagge. Genau. Und diese haben wir bekommen. Was für ein unglaublich geiler Dude. Ja. So, also, plötzlich machen wir so das Paket auf und so, okay. Danke, Matthias. Matthias. Ja. Behalt den Nachnamen mal für dich. Ja. Weil sowas macht man ja nicht. Matthias, vielen, 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 vielen lieben Dank. Du bist der Beste. Also wir haben ja in der Folgenbesprechung gesagt, oder ich habe gesagt, dass ich unbedingt eine Targaryen-Flagge möchte. Aber halt noch ein bisschen warte, bis ich nach dem Urlaub wieder Geld habe, um mir eine zu kaufen. Und er hat uns einfach eine zugeschickt. Und dazu noch eine Lannister-Flagge, die der Marius kriegt. Damit hat jetzt jeder von uns seine eigene Flagge. Ja. Also wie cool ist das bitte? Echt extrem geile cool. Aktion.
Okay. Handy klingelt. Jonas Handy klingelt im Hintergrund. Mach's aus. Jonas, du hast wieder ein paar Kommentare vorbereitet. Genau, ich habe wieder. Woher weißt du das denn? Ja. Okay, Da Martin hat geschrieben, war ich der Einzige, der sich gewundert hat, warum Daenerys die Vorräte verbrennt, aber sich vorher noch beschwert hat, dass ihre Armee nicht durchfüttern kann. War wahrscheinlich nicht der Einzige, denn man ist nie der Einzige, wenn man fragt, bin ich der Einzige, der das und das denkt oder macht. Ja, vor allem, wenn der Kommentar hunderte von Likes hat. Ja, hat er recht? Wahrscheinlich schon. Also prinzipiell schon, aber ich glaube, im Eifer des Gefechts passt Daenerys da nicht auf. Und wir sehen aber auch, dass daran... Wir haben in der letzten Folge, also in der fünften Folge gesehen, was für ein mächtiger Schlag von Daenerys das war gegen Cersei. Damit ist quasi Cersei und Jaime auf einen Schlag klar geworden, dass sie absolut keine Chance haben. Das war quasi so ein Move, mit dem fast schon vorzeitig ein gesamter Krieg beendet wurde oder abgeschlagen wurde. Und dazu will ich später auch noch mehr sagen, aber ich glaube, hier war die strategische Bedeutung einfach größer. Mhm. Ja. Genau. ModicX hat geschrieben, der Grund, warum Ellen Pay nicht mehr vorkommt, ist übrigens, dass der Schauspieler an Krebs erkrankt ist und er sich daraufhin verständlicherweise aus der Schauspielerei zurückgezogen hat und seine Rolle nicht als schwerwiegend genug angesehen hat, um ihn durch einen anderen zu ersetzen. Ja. Mittlerweile hat er den Krebs besiegt und es wird spekuliert, dass er vielleicht nochmal auftaucht. Hoffentlich. Ja. Ist ein sehr, sehr cooler Typ. Ja. Also das wusste ich auch nicht mit dem Tumor. Ja. Dann gute Besserung. Gute Besserung. Und Bronn hat ja viele seiner Aufgaben dann übernommen. Genau. Die in den Büchern eigentlich. Ich hoffe sehr, dass Ellen Payne nochmal vorkommt, denn ich mochte auch den Darsteller und Ellen Payne ist so und so eine ziemlich coole Figur. Mhm. Ja, stimmt. Der Henker. Gut. Willst du auch mal einen vorlesen? Okay. Gromtex schreibt, die Blicke zwischen euch beiden sind romantischer als die meisten Sexszenen in Game of Thrones. Okay. Machen wir weiter. Okay, ich will jetzt auch noch den nächsten vorlesen. Okay. Tormund Giantsbane schreibt, nur 1 Stunde 30, das Video geht schneller vorbei als Robert Baratheon an der Salatbar. Nicht schlecht. Ja, nicht ist schlecht. War witzig. Sehr gut. Good one. Okay, okay, das ist wieder so ein... Okay, das wäre jetzt witziger gewesen, wenn du nicht lesen kannst. Wieso? Weil hätte ich denn so sagen können. Nämlich, Sorosh Yaft hat geschrieben, was war die beste Investition der Lannister? Und dann hätte ich dich fragen können. Dann hättest du gesagt, oh, der Skorpion oder oh... Keine Ahnung. Jetzt ich hatte gerade eine echt lange Leitung. Ja. Toll. Jetzt okay, willst du jetzt... Jonas, was war denn deiner Meinung nach die beste Investition der Lannisters? Bronn, ja. So, ja. Absolut wahr. Wahrscheinlich, ja. Sehr, aber das ist ja auch immer so, das ist ja auch, wenn man immer Westeros, die Welt von Eis und Feuer oder sowas liest oder sich mit der echten... schreibt, es nervt leider echt total beim Zuhören, dass ihr euch ständig gegenseitig ins Wort fällt. Falsch. Haha. Okay, aber es ist ja wirklich so, dass das na gut, okay, vergiss es. Ja. Ich wollte dir ins Wort fallen. Ich verstehe schon. Ja. Okay, Deer schreibt, Rickon ist einfach so unnütz, dass nicht mal seine eigene Schwester von seinem Tod erfahren muss. Das ist so der Running Gag und ich stimme da absolut zu. Ja. Rickon ist echt eine wirklich, wirklich, wirklich... Also ich habe mich eh schon, bevor er gestorben ist, immer wieder drüber lustig gemacht, dass Rickon einfach da ist, aber keinerlei Persönlichkeit hat und auch nie wirklich Dialog bekommt. Das erinnert ein bisschen an, ach, wie ist die aus Stranger Things? Ich glaube, Barbara oder sowas? Ja. Ja, ähnlich. Ein ähnliches Ding. Die ist weg und keiner säugt sich um sie. Bei ihm ist das scheißegal. Rickon ist ähnlich so, nur dass er halt, also er hat quasi existiert, um einen wichtigen Tod zu sterben im Battle of the Bastards. Genau. Ja. Genau, 0Saris74 schreibt, stehen nicht Toros von mir und Beric Dondarrion auch auf Aryas Liste? Also wir haben das ja letztes Mal kurz angerissen, wussten aber nicht mehr, wer genau draufsteht. Ja. Dann habe ich nochmal geguckt, wer da draufsteht. Das sind Cersei, Gregor Clegane, Sandor Clegane, die Rote Frau, also Melisandre, Beric Dondarrion, Toros von mir und Ellen Payne. Ja. Also ja. Ja. Und noch eine Klarstellung, was wir letztes Mal falsch gesagt haben irgendwie. Cersei hat das Gold der Tyrells schon in Königsmund und die Eiserne Bank ist hinter... Haben wir das nicht gesagt? Ja. Das habe ich doch gesagt. Echt? Das habe ich glaube, wir haben es ein bisschen falsch. Sekunde. Ich habe gesagt, okay, dass der Großteil von diesem Tross, aber das stimmt, wir waren uns da nicht einig, aber ich habe gesagt, dass der Großteil dieses Trosses, des Goldes, da bereits schon in Königsmund ist. Das sagt nämlich Randall Tarly zu Jaime und Bronn. Ja. Das sagt er nämlich ganz offen raus. Der Großteil ist bereits gesichert. Ja. Nicht mehr ganz genau gewusst. Mhm. Gut, dann würde ich sagen... Sekunde, ich habe das gesagt. Schau nach. Ja, okay. Nein, mach ich nicht. Dann kommen wir zur eigentlichen Folge.
Wer hat denn da Regie geführt? Marius nicht. Ich heiße nicht Marius. Regie geführt hat Matt Shackman. Haben wir letztes Mal schon gefrühstückt, ne? Ja, weißt du, in welcher Serie er... Nein, war ein kleiner Witz. It's Always Sunny in Philadelphia, beste Serie aller Zeiten. Übrigens bekommen wir Nachrichten, dass Leute das jetzt angefangen haben. Ich freue mich da sehr, dass ich eine Serie, die völlig zu Unrecht in Deutschland so untergegangen ist, ein bisschen promoten kann. Also wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich unbedingt It's Always Sunny in Philadelphia angucken. Das ist auf jeden Fall beste Comedy-Serie aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja. Ja, Jonas, du hast auch geschrieben, wer das Drehbuch verfasst hat. Das war der gute Dave Hill. Mhm. Oder auch David Hügel. David Hügel. Im Moment Hill, ich glaube, Hügel ist auch einer der Bastardnamen. Ja, es gibt ja, in, wo waren das? In der Grün Tal. In dem Grünen Tal? Ja, ja, stimmt, Berge, klar. Hill, ja. Bastard. Okay. Genau, und der hat in der 5., 6., 7. Staffel jeweils eine Folge gemacht und laut IMDb macht er auch die erste Folge der 8. Staffel. Ich weiß nicht, wie wunderbar confirmed das ist. Ja. Aber ich dachte, in der 8. Staffel schreiben komplett die Showrunner die Drehbücher. David Benioff und D.B. Weiss. War das eine falsche Info von mir? Ich weiß es nicht. Okay. Na gut. Gut. Dann aber vielleicht habe ich mich da einfach nur geirrt. Genau. Definitiv. Wie heißt die Folge, Jonas? Eastwatch oder Ostwacht. Heißt das nicht Eastwatch by the Sea? Eigentlich. Eigentlich, ne? Also Eigentlich. Eastwatch by the Sea in den Büchern. Ostwach an der See. Ja. Das erinnert mich daran, dass ich unbedingt noch Manchester by the Sea nachholen muss, den Film. Oh, genau. Will ich unbedingt noch gucken. Haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Ja. Unglaublich, dass wir den noch nicht gesehen haben. Müssen wir noch nachholen? Jetzt bekommen wir wieder Kommentare, dass wir so weit wieder abschweifen. Ja, okay. Aber geht einfach nicht anders. Das geht nicht anders. Ja, lebt damit. So, das Abschweifen gehört dazu. Weil sonst macht es halt uns auch keinen Spaß und dann merkt man das und dann guckt es eh keiner mehr. Ich will, dass es Spaß macht. Ja. Darf ich eigentlich mal deinen Arm berühren und gucken, ob das weh tut? Bitte sehr. Oh, das. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen gespannt an. Ja, ledrig. Also da ist jetzt halt auch so das Kühlgel drauf. Also von daher, es tut wirklich kaum noch weh. Okay. Dank ganz vielen Schmerzmitteln! Okay. Also du bist jetzt eigentlich gerade auf Droge. Ein bisschen. Okay. Ein bisschen groggy, okay. Ja. Wir haben ja wieder dieses Abfragespiel, aber ich habe dir quasi schon die Antwort hingeschrieben. Ja. Was bedeutet denn Ostwacht? Es ist die östlichste Festung der Nachtwache und ich glaube, es gibt 19 Festungen einer Nachtwache und davon sind ja 3 nur bemannt in das Lied von Eis und Feuer und eine dieser bemannten Festungen ist auch Ostwacht. Genau. Ja, also neben Castle Black und auch der westlichsten, die ist auch bemannt. Ne? Schattenturm. Schattenturm. Und ja, Cotter Pike ist der Anführer, also der quasi, es gibt ja den Lord Kommandanten, der gerade Dings ist, der schwermütige Ed. Und Cotter Pike ist quasi der, also nicht der Lord Kommandant, aber der Kommandant von Eastwatch. Und ist an der Seehundbucht gelegen, die ja so Teil des zitternden Meeres ist, von der Shivering Sea. Und hier wird Handel betrieben mit den Wildlingen, ganz aktiv. Ja, also mit Handelsschiffen oder so. Ja. Und ja, die Weißen Wanderer, das haben wir auch bereits schon in der letzten Folge, hat sich das so angedeutet. Dass und ich glaube auch Sandor hat das ja auch in der Vision gesehen. Also genau. Ach ja, stimmt, dass er ja Eastwatch sieht. Ja, die wollen die Mauer überqueren bei Ostwacht. Ja. Eastwatch. Und in dieser Folge kommen wir ja auch wirklich dahin. Genau. Ja, deswegen heißt es Eastwatch by the Sea. Diesmal kann man da nicht groß was hineininterpretieren oder ist irgendwas, wenn man in den Osten blickt, sieht man die aufgehende Sonne. Oder das ist so eine Fantheorie. Es gibt ja, Essos hört ja irgendwann ganz östlich auf, dann weiß man nicht mehr, was kommt. Und es gibt ja so Fantheorien. Aber Norden, Süden und Westen genauso. Ja, dass das weitergeht und dass das quasi der Norden dann ist. Also das ja, stimmt. Das vielleicht, ja. Das ist jetzt, haben wir wieder eine Fantheorie. Oh. Gesundheit. Nein, kommt nichts. Kommt nichts. Okay, komm nix. Alles klar. Gut, ja, dann. Wie fandst du die Folge? Ich muss persönlich zugeben, ich habe mich so oft in den letzten Folgenbesprechungen immer für Game of Thrones stark gemacht und auch für die 7. Staffel, dass man sich nicht beschweren soll, wenn es ein bisschen schneller vorangeht und dass ich sehr froh bin, dass das so passiert, dass wir uns nicht mehr lange auf Reisen bewegen und dass Leute sich einfach mal die 5. Staffel angucken sollen, weil die ist halt ziemlich buchgetreu. Und sehr, sehr langsam und lahm. Und ich meine, wenn ich so daran zurückdenke, dann stelle ich mir das, also ist es in meinem Kopf immer negativer behaftet, als es wirklich war. Aber wenn ich mich zurückerinnere oder wenn ich jetzt nochmal einen Rerun mache, dann freue ich mich nie auf Staffel 5. Staffel 5 ist nämlich sehr zäh. Aber es hat auch seine Momente, aber man muss klar manchmal sich durch ein Kapitel durchboxen. Eigentlich. Das stimmt. Aber in Staffel 7, also in der Folge ist es mir schon ein bisschen
wirr gewesen. Also es passiert sehr, 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 sehr viel. Und das in sehr kurzer Zeit. Und teilweise wartet man nicht mal mehr Szenen ab, bis Figuren vom kompletten Westen von Westeros, von der Weite irgendwie nach Drachenstein reisen oder sowas. Das passiert wirklich alles sehr, sehr, sehr schnell. Mhm. Mir ein bisschen persönlich tatsächlich zu schnell. Also fand ich persönlich auch. Du auch? Es gab extrem viele Wiedersehen oder zum ersten Mal sehen, wo ich mir halt gewünscht hätte, dass das ein bisschen ausgeschlachtet wird. Ja. Dass man halt ein bisschen mehr Zeit bekommt. Ja, also gerade zum Ende zum Beispiel, als dann Tormund auf Jorah Mormont trifft oder sowas, dass man da halt, das wurde ja auch kurz ein Satz gesagt, aber dass man halt sowas vielleicht ein bisschen länger zeigt, weil das halt teilweise echt Figuren sind, die du über so viele Staffeln verteilt. Ja. Mit den auf einen Schlag kommt Gendry wieder und ist dann sofort trifft Jon und ist dann sofort im Norden zusammen mit Tormund und Jorah und so weiter und so fort. Also es geht schon echt atemberaubend schnell. Vielleicht, vorsichtig gesprochen, ein bisschen zu schnell. Ja, aber es war jetzt halt auch wieder so ein Abstecken für die letzten zwei Folgen, in denen es wahrscheinlich. Ja, klar. Also das muss man auch dazu sagen, dass das war gerade sowas wie eine reine Exposition-Folge, hatte ich manchmal das Gefühl. Es ist halt nicht wie in der Folge zuvor extrem viel Spannung drin mit einer Schlacht, die alles zerberstet. Ja. Also letzte Folge war eher so bildlich und diese Folge war eher wieder so dialoglastig. Es war sehr dialoglastig und es wurde aber ein Grundstein gelegt für die letzten zwei Folgen dieser Staffel, 6 und 7. Ich denke, in denen wird es wieder, ich glaube, also nach Folge 6 oder Folge 7 werde ich wieder sagen, oh mein Gott. Ja, das ist auch, wenn man sich jetzt noch mal das Pro-Material anguckt oder so, die zwei Trailer, die erschienen sind, man hat fast schon alle Szenen gesehen bisher. Ja. Ich glaube, die letzte Folge, da haben sie sich echt was Heftiges aufgespart. Auf jeden Fall. Dass wieder jeden vom Hocker reißt wird. Das also ich fand die letzte Folge schon krass, diese Schlacht, die war schon, die hat einen draufgesetzt. Ja. Aber ich glaube, was in der letzten Folge passieren könnte oder passieren wird. Aber vergiss auch nicht den Schiffskampf zwischen den Greyjoys. Diese sehr turbulente und chaotische Schlacht, die war auch so wunderbar gestaltet und inszenatorisch extrem schön gelöst. Staffel 7, also wie gesagt, das ist für mich bisher die schwächste Folge der Staffel gewesen, für mich persönlich. Okay. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein großer Fan dieser Staffel. Ja, auf jeden Fall. Würde ich so sagen. Okay, gut. Legen wir los. Mit dem Intro. Ist ein Intro. Genau, aber da haben wir auch eine Besonderheit. Achso, ja, Eastwatch sieht man. Genau, man sieht Eastwatch und man sieht, dass das Ding Treppen hat, die Mauer hochgehen. Und ich glaube, in den Büchern hat auch die Schwarze Festung solche Treppen, aber sie sehen wir nicht. Ja. Stimmt, und die Nachtfeste hat auch, diese verlassene Festung, die hat ins Eis gehauene Treppen, nicht so Holztreppen. Ja, cool. Das sind dann auch magische Treppen, weil die Mauer ja mit Magie versehen ist. Achso, dann kann man so hochspringen, dann hat man so weniger Gravitation. Genau. Dann kann man so. Okay. Ist definitiv ist bestätigt. Hat George R. Martin höchstpersönlich bestätigt. Genau. Hat er dir gesimst? Ja. Übrigens auch, ich muss hier nochmal sagen, das war Ironie. Nee, weil ich habe letztens noch einen Kommentar gelesen bei meiner Emoji-Movie-Kritik. Da habe ich scherzhaft gesagt, schaut lieber Serbian-Film als Emoji. Also, zeigt euren Kindern lieber Serbian-Film als Emoji-Movie. Und ich habe so viel Hass und Beleidigung bekommen von Leuten, die das einfach nicht verstanden haben, dass das total sarkastisch gemeint war. Sie haben es einfach nicht gecheckt, dass das nicht ernst gemeint war. Achso, es war nicht ernst gemeint, dass du Kindern empfiehlst, ich glaube, indizierten Film zu schauen. Ja, der verstörendsten Filme aller Zeiten, ja. Egal. Auf jeden Fall starten wir in der Weite. In der Weite. Mit Jamie und Bronn. Genau. Die wachen da auf, also die kommen aus dem Die kommen aus dem See raus. Und ich glaube, da kommen wieder so viele Kommentare, dass das so unrealistisch ist. Was es ja eigentlich auch ist. Die ist es ja auch, mit der Rüstung. Ich glaube, allein schon so ein Bronn hätte mit seiner normalen Lederrüstung zu kämpfen. Genau, das habt ihr beide ja auch immer wieder gesagt. Aber ist das wirklich so? Also ich meine, ich bin schon mit Klamotten geschwommen, das ist nicht schwierig. Ja, aber noch mit Jamie mit Rüstung, nein, Sekunde. Jamie was Jamie trägt, ist klar. Diese fette Goldhand. Was Jamie trägt, ist klar. Ja. Das ist wahrscheinlich so nicht möglich da. Oder sehr, also sehr schwierig. Er allein kann das sowieso nicht, wenn er nur eine Hand hat. Ja, und ich sehe das schon auch so. Es ist, musste auch erstmal, wow, okay, krass, das geht anscheinend mit der Rüstung. Bronn ist halt einfach, Bronn ist ein Superheld. Ja. Hat er ja eh schon in der letzten Folge gezeigt, dass er irgendwie unbesiegbar ist und alles schaffen und, kann. Und es ist halt auch tatsächlich wieder so gewesen.
Letzte Folge endet damit, dass Jamie in diesen See stürzt und in dieser Herr-der-Ringe-artigen Sequenz da halt so runtertaucht. Ja. Und dann nächste Folge, erste Szene, erste Einstellung, sofort. Ja, sind wieder da. Ja, alles gut. Ja, ja, schade. Ich finde es ein bisschen besser, wenn man da so ein bisschen als Zuschauer auf die Folter gespannt werden würde. Ja. So, das war ja auch, das ist ja oft so in den Büchern, dass du halt ein Kapitel endet auf so einem krassen Cliffhanger und dann kommen erst drei andere Kapitel, die auch jeweils nochmal auf einem, teilweise auf einem krassen Cliffhanger. Drei Kapitel probiert ein Buch. Ja. Ich meine, dann kommt so ein Tyrion-Kapitel, wo er auch untertaucht und du weißt einfach nicht, okay, ist verreckt, ist er jetzt tot? Ja. Dann kommen noch zwei andere dazwischen, wo du denkst, okay, ich will jetzt eigentlich dieses scheiß Tyrion-Kapitel lesen. Ja. In George R. R. Martins Reihe sind ja auch zwei Bücher, eigentlich spielen zur selben Zeit, aber wird aus den verschiedenen Sichten der Figuren erzählt. Und da musst du auch teilweise ein ganzes Buch warten, bis du weißt, wie es weitergeht. Und wenn man aktuell mitgelesen hat, dann waren das halt teilweise 15 Jahre oder sowas, oder sagen wir mal, mehr als 10 Jahre, die du warten musstest. Mhm. Ja, also so geht's auch und nicht eine Woche ohne irgendwas dazwischen. Aber ja, also Bronn und Jamie leben beide. Genau. Also quasi hatte diese Schlacht auch keinen echten großen Anführer, der gestorben ist, bis auf Randall, Tarly und Dickon später. Genau. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, ja. Bronn will seine Belohnung haben, weil und er sagt ja auch, dass nur er Jamie töten darf. Ja, du darfst dich von niemandem töten lassen, außer von mir. Genau, und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Bronn, obwohl er eigentlich so gierig ist, doch irgendwie so eine freundschaftliche Bindung zu denen also zu Tyrion oder zu Jamie aufgebaut hat. Ja. Aber trotzdem so ein bisschen das Gold manchmal überwiegt, aber weiß nicht. Auf jeden Fall. Nee, es ist auf jeden Fall steckt da mehr hinter ihm als diese reine Söldnerseele. Ja. Ja. Ich meine, sonst hätte er ja einfach Jamie da liegen lassen und wäre einfach abgehauen. Vielleicht, das stimmt. Jamie will es Cersei sagen. Also es ist eine große Niederlage, die er da davongetragen hat. Und dieser Schlag ins Gesicht, dieser direkte Angriff von Cersei hat gezeigt, okay, gegen diese ausgewachsenen dieser Drachen. Dieser direkte Angriff von Dany. Dany? Du verwechselst immer beide. Was sage ich immer? Was habe ich gesagt? Du sagst immer Cersei statt Daenerys. Warum habe ich das denn? Ich habe das wirklich, das ist mir auch letztes Mal aufgefallen. Oh mein Gott. Dieser sofortige Angriff, dieser plötzliche Angriff von Daenerys hat ihnen halt gezeigt, dass da wenig zu holen ist in diesem Krieg. Und Jamie muss als zum ersten Mal in diesem Krieg und in allem davor sich da hinstellen und sagen, dass er eine schwere Niederlage davon getragen hat. Ich meine, der hat bisher echt eigentlich alles gut gerissen. Der hat Schnellwasser in der letzten Staffel eingenommen und dann hat Castle die Steine aufgegeben und er hat Rosengarten eingenommen. Mhm. Also bisher hat er eigentlich eine ganz gute Glückssträhne gehabt. Ja. Bis auf das eine Mal, dass er zurückgekommen ist und plötzlich die große Septe von Baelor explodiert war. Ja, das ist, da kann, also dafür kann er ja nichts. Ja. Und das ist jetzt halt, weiß ja auch ganz genau, dass Cersei nicht so auf die Verlierertypen steht. Na klar. Und du hast hier übrigens das Wort Enthandlung verwendet. Mhm. Das habe ich, neu erfunden. Enthandlung, ist das die neue Enthauptung? Die Enthauptung der Hand quasi? Genau. Die Enthandlung. Ich habe mal auch mit irgendwem irgendwas über Star Wars geredet und dann hat die Person gesagt, dass Hände haben es nicht sehr gut in Star Wars. Und wenn du dann drauf aufpasst, wirklich in jedem Teil verliert jeder mindestens eine Hand. Ja. Gut, was hat das mit Game of Thrones zu tun, lieber Jonas? Nix. Doch, Gwendolyn Christie spielt sowohl in Star Wars als auch in Game of Thrones. Das ist wahr. Ja gut, warten wir mal auf Episode 8, weil in Episode 7 war sie quasi nicht vorhanden. Aber ja, gut, machen wir weiter. Genau, dann kommen wir einfach auf die andere Seite des Schlachtfelds oder auf die andere Seite des Sees. Auf die Siegerseite. Zu Tyrion und Dany. Und Tyrion schreitet durch die Asche und durch die brennenden Trümmer und die verkohlten Leichen. Und sieht man sehr schön, sieht man sehr grauenhaft, wie The Spoils of War. Genau, wie so eine Schlacht aussehen kann. Also wir haben ja öfters schon in den anderen Staffeln und Episoden gesehen, dass halt oft auch getrickst wurde, so dass Schlachten nicht gezeigt werden oder die Schlachtfelder. Und dass das nicht schön aussieht. Und das sieht halt nochmal besonders nicht schön aus. Ja. Also es zeigt halt einfach, was ein Krieg mit für ein Chaos und für eine Brutalität einfach anrichtet. Mhm, genau. Es ist immer wieder sehr schön, dass Game of Thrones das in den Vordergrund stellt. Dazu fällt mir noch ein, dass
also gesagt hast, wie Kriege und Schlachten, wie Schlachten übersprungen wurden, als Tyrion den Axtknauf an den Kopf kriegt und einfach bewusstlos ist, genau, während der ersten Schlacht. Ich glaube, es war ein Hammer. Ja. Ein Hammer, ja. 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 Ja, wir sehen auch eine verbrannte Leiche mit einem Schild. Mhm. Und ich fand das, also gerade diese verbrannten oder versteinerten, mit Asche überhäuften Menschen, ja, die da lagen, das hat mich sehr an Pompeji erinnert. Ja, das also, ist wahr. Für alle, die es nicht wissen. In Pompeji gab es irgendwann in der Geschichte, in unserer Geschichte, ist der Vesuv ausgebrochen, genau, und hat komplett die Stadt Pompeji mit Asche bedeckt. Und da sind, genau, Menschen einfach in ihrem, wie sie Schutz gesucht haben, ja, in der Asche überhäuft worden und versteinert worden. Ja, damit wurde ganz Pompeji ausgelöscht. Und Fun Fact, es gibt auch einen Film über Pompeji, ja, in dem Kit Harington die Hauptrolle, genau, spielt, also Jon Snow. Der Film ist aber nicht besonders gut. Habe ich auch gehört, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, er heißt sogar Pompeji. Der heißt Pompeji, der, ja, Film, der Film, genau. Das verbrannte Lannister-Schild sieht man da auch. Mhm. Wo sieht man das? Vor dieser Leiche, also die, oder, mhm, vor dieser versteinerten Leiche, die sich hinter dem Schild versteckt hat. Ja. Aber also wenn das Schild so, dass, nicht gerade aus valyrischem Stahl ist oder was weiß ich, ja, dann hilft dein Dragonfeuer. Das stimmt, aber es ist quasi das symbolische Bild für die Lannisters haben hier eine riesige Schlacht verloren. Genau. Und wir sehen halt auch, wir sehen bereits, wenn man nicht schon in der Spoils of War Folge, also in der vierten Folge, da wurde das immer wieder erzählt, dass die Fußsoldaten eine unglaubliche Angst empfunden haben, als sie den Drachen gesehen haben. Und selbst hier wird das klar, wo man das genaue Resultat des Krieges sieht. Mhm. Es ist auch sehr schön, dass Matt Shackman hier in den zwei Folgen immer wieder klar gemacht hat, was für eine mächtige Waffe in einem Krieg auch Angst ist. Ja. Weil Angst sich halt lähmt und Angst teilweise besser wirkt als jedes Nervengift. Also aber auch nicht nur im Krieg, sondern auch bei den also, Leuten, die sich dann einem unterwerfen. Ja, also ich persönlich meine gerade die psychologische Kriegsführung, wie unglaublich bedeutsam das ist. Das erinnert mich daran, ich habe vor kurzem noch den fantastischen Film Batman Mask of the Phantasm gesehen. Da geht es auch darum, dass Batman ein Symbol braucht, um Angst und Schrecken in den Köpfen der Verbrecher zu entfachen und deswegen das Fledermauskostüm wählt. Und hier ist es mit den Drachen. Also die Drachen sind ja nicht nur eine tatsächliche mächtige Waffe. Ich meine, wie war das? Wie hat der eine Showrunner das gesagt? Wie ein F-16 im Mittelalter. Wie ein F-16 im Mittelalter, sondern halt auch etwas, das Angst und Schrecken verbreitet. Mhm. Also wirklich die Soldaten dann lähmt. Auch wenn Angst tatsächlich den Menschen auch dazu antreiben kann, noch besser zu agieren und vorsichtiger und konzentrierter und stärker und so weiter und so fort. Und wir sehen ja auch, dass, oder für unsere Zuhörer, Alpert trinkt heute auch Kaffee. Also er hat sein schweres Trauma von gestern halt anscheinend überwunden. Ja. Aus der Angst ist jetzt vielleicht Respekt geworden. Es und nächstes schon, Mal schaut er sich kein YouTube-Video an. Glaub mir, es muss schon sehr, sehr, sehr viel, es muss sehr, sehr viel Schlimmeres passieren, damit ich vom Kaffee weggebracht werde. Okay. Drachenfeuer? Ja, das ist mein persönliches Crack. Drachenfeuer? Mhm. Ja. Okay. Tyrion ist sehr unglücklich und wir sehen auch hier später, dass er teilweise mit der Handlungsweise von Daenerys gar nicht so gut klarkommt. Ja, also ihm gefällt das halt vor allem auch nicht, weil das sein Haus ist, das da abgebrannt wird. Vielleicht hat er sich auch irgendwie noch vorstellen können, dass nach dem Krieg, dass er krasse Lichtsteine einfach bekommt. Ja. Vielleicht hat er sich so ausgemalt. Aber meinst du, das spielt wirklich eine Rolle in seinem Kopf? Keine vordergründige, aber vielleicht so ganz weit hinten. Dass das immer noch sein Haus ist? Ja, das mag schon sein. Ich meine, das ist ja wie das auch Dickon gesagt hat, dass er als ehemaliger Tyrell-Bannerträger auch halt Männer bekämpft hat, die er eigentlich kannte und Männer, denen er teilweise befreundet war und so weiter. Ja, machen wir weiter. Ja, genau. Wir sehen auch auf dem Schlachtfeld, dass die Dothraki die Leichen plündern. Mhm. Und einer nimmt zum Beispiel ein Schwert mit. Ja. Und dann sehen wir auch den guten Drogon, der auf einer Anhöhe sitzt, was auch ein sehr, sehr episches Bild ist. Und einfach nochmal die totale Überlegenheit darstellt. Die absolut. Es ist auch, innehat. Es ist auch, sorry, ich muss mir gerade einen Kugelschreiber holen. Es ist auch ein wunderschönes Bild. Ja. Es ist ein richtig, richtig schönes Bild. Also auch dieses gelbliche Grading. Auf jeden Fall. Also ich saß wirklich da auf dem Bett und hab die Folge gesehen und da dachte mir nur so, wow. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, dass sie alleine mit den Dothraki, die Lannisters und die Tarleys, locker hätte schlagen können wahrscheinlich. Ist halt die Frage.
Muss man, aber wahrscheinlich schon, ja. Ich meine, Jamie sagt das ja auch später, dass sie Dorf Rucky, dass es Zeitvertreib war für sie. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, dass dann auch noch Drogon dabei war. Es war halt mehr als nur eine Schlacht zu gewinnen und die Nahrung zu zerstören, sondern es war auch ein genaues Zeichen, ein Signal, um zu erklären. Also es war halt mit voller Kraft, einfach nur zu zeigen, diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. Und es hat funktioniert. So ein bisschen wie im Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner die Atombomben über Nagasaki und Hiroshima abgeworfen haben. Und ich meine, Fun Fact, kurz... Fun Fact. Da sind 100.000 Menschen geschossen. Eher nicht so Fun Fact. Danach gab es eine Krisensitzung in Japan, die 12 Stunden gedauert haben soll. Und man weiß bis heute nicht genau, was da passiert ist. Das heißt, dass da genau darüber beratschlagt wurde, wie gehandelt wird, ob ein Angriff zurück geschehen wird. Ich glaube, das war nach Nagasaki. Nagasaki war die zweite, ne? Bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir gerade auch leider nicht sicher, aber ich glaube, ziemlich sicher Nagasaki war die zweite. Und danach haben sie halt beschlossen, dass es keinen Sinn hat, dass sie kapitulieren müssen. Und ich meine, es gibt auch die verbreitete Meinung, oder ich glaube, ein paar Menschen halten auch die Nutzung der Atombombe für eine gute Sache, weil es halt einen Krieg beendet hat. Mhm. Es war halt ein so mächtiger und brutaler Schlag, dass es im Endeffekt auf eine sehr morbide, verrückte Weise mehr Leben gerettet hat, als die Bombe tatsächlich dann zerstört hat. Aber da kann man auch argumentieren, dass da halt natürlich Zivilisten dabei ich sag waren, auch nicht, nicht ich sag, um ja. Gottes Willen, ich sag auch nicht, dass ich dieser Meinung bin, um Himmels Willen, ich sag das wirklich nicht. Aber diese Meinung gibt es, die steht im Raum. Und es ist ja eigentlich hier gar nicht so unähnlich, dass man diesen Schlag auf die Weite, da diese Schlacht halt betrachten kann als Signal. Wir zerstören alles, was ihr habt, wir verbrennen alles, wir töten jeden Einzelnen von euch, um euch zu signalisieren, dass bis hierhin und nicht weiter. Ja, also gebt sofort auf. Wir brauchen keinen langen Krieg in die Länge zu ziehen. Ja. Ja. Und dann hören wir auch schon Danny eine Ansprache vor den Kriegsgefangenen halten. Mhm. Also wir sehen ja auch in der Szene so vor, dass die Kriegsgefangenen zusammengescharrt werden. Mhm. Vor Drogon, vor diesen mächtigen Drachen und vor Daenerys und den Dothraki. Und sie beginnt auch ihre Ansprache damit, I'm not here to murder, also ich bin hier nicht, um zu morden. Mhm. Was ja irgendwie schon ironisch ist, weil sie ein paar Minuten zuvor einfach Tausende ist nicht ermordet. Also das ist halt die Frage, ob man das als Mord bezeichnet in dieser Welt. Weil im Krieg zu sterben ist halt nicht unbedingt Mord. Ja, aber ich denke mal, diese geschockten Lannister- und Tully-Soldaten haben da schon die Meinung eher, dass... Ja. Die wissen ja auch nicht, was mit ihnen passiert. Also es kann ja gut sein, dass die, gerade wenn der Drache auch anwesend ist, dass die alle verbrannt werden. Ja, auf der anderen Seite gibt sie ihnen ja auch eine Option, also eine Wahl und sagt, entweder ihr schließt euch mir an, ihr geht auf die Knie vor mir und schließt euch meiner Sache an oder ihr stirbt. Ja. Und damit ist Tyrion auch gar nicht einverstanden mit dieser Vorgehensweise. Aber für Dany macht es halt schon Sinn, also in ihrer Logik und auch... Ja. Man kann ja auch sagen, ich meine, sie haben ja die Wahl. Ja. So kommt sie ja auch ihrem Vorfahr Aegon Targaryen gleich, der auch gesagt hat, beugt das Knie oder stirbt. Genau. Und langsam wird es ja auch wirklich immer klarer, wenn man sich da ein bisschen mit der Vorgeschichte auskennt, dass das ist Aegon der Erste 2.0. Ja. Es gibt so viele Parallelen und das erinnert mich daran auch an einen Kommentar, den ich gelesen hatte. Da hat jemand gefragt, ob Drogon mittlerweile so groß ist wie Balerion, der größte Drache von Aegon Targaryen im Ersten, der mit seinen zwei Schwesterfrauen Westeros erobert hat. Der schwarze Schreck. Man kann aber davon ausgehen, dass Drogon nicht so groß ist wie Balerion, oder? Was glaubst du? Ich weiß nicht. Man könnte vielleicht irgendwie so Bildvergleich. Wir haben jetzt den Schädel von. Balerion unter dem Roten Bergfried und wir haben Drogon. Ja. Aber ehrlich gesagt ist mir das einfach zu anstrengend, das jetzt. Ja, also es ist halt auch. Ist das nicht wichtig. Ist das wichtig? Ja. Er ist verfickt groß. Er ist verdammt, sind beide verdammt groß. Ja. Okay, das soll doch reichen. Kommen wir zurück zur Rede. Sie spricht da auch wieder an, dass sie das Wheel breaken will, also das Rad brechen. Sie will das Wheel breaken. Genau. Das ist jetzt eine coole neue Redewendung. Okay. Ja, das Rad brechen. Ja, und das ist eine Referenz an den Dialog mit Tyrion, den sie in der 5. Staffel geführt hat. I'm not here to spin the wheel, I'm here to break the wheel. Oder wie war das? Nee, I'm not going to stop the wheel. To stop the wheel, genau. I'm going to break the wheel. Ja, genau. Also sie will alles
neu machen quasi und mit Gewalt eine neue Zeit einleiten, in der auch die Unterschicht, auch die einfachste Bevölkerung im Mittelpunkt steht. Also mehr so, Rechte für Westeros quasi. Ja. Vielleicht will sie auch die Demokratie einführen. Halte ich für unwahrscheinlich. Sie will die Demokratie einführen, aber sie will die Anführerin sein. Genau. Genau. Wir sehen dann auch, dass manche direkt hinknien, aber dass es eigentlich nur wenige sind. Ja. Und dass die meisten aber stehen bleiben, weil die wahrscheinlich sehr stolz sind. Ja. Und sich also es ist halt auch, da ist halt eine Targaryen-Frau, die aus Essos kommt und Dothraki übers Meer gebracht hat. Und daran, das ist halt auch super fremdartig alles für die. Mhm. Also da muss man schon. Ich meine, es spielt ja in der mittelalterlichen Welt. Rassismus ist gang und gäbe. Und vielleicht spielt er auch so ein bisschen mit, dass die noch ein bisschen traumatisiert sind von der Schlacht. Das auch, ja. es ist dann Drogon tatsächlich auch wieder, der Drache, der die meisten bricht. Also es ist auch sehr offensichtlich, dass. Also der schreit die dann an oder brüllt die an. Auch wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig dieser Drache in der Kriegsführung ist. Ja. Dann knien halt schon mehr als die Hälfte runter, aber wir sehen, dass immer noch einige stehen bleiben. Darunter Randall Tarly und Dickon Tarly. Also Dickon, ja. Die beiden stehen natürlich, aber das sind ja auch typische Tarlys. Ich meine, das muss man den Tarlys sagen. Die Tarlys sind zwar, also der Vater ist auch, wenn man das in Büchern ein bisschen mitgelesen hat, ein richtiges Arschloch. Wirklich ein richtiges, richtiges Arschloch, der seinen Sohn Sam verstoßen hat quasi. Weil das kriegen Dickon, wir auch in der Serie schon. Ja, ja. Weil Dickon, obwohl er jünger ist, halt irgendwie der. Als sein der, Lieblingssohn. Sein Lieblingssohn ist, sein ganz klarer Lieblingssohn ist. So ein bisschen wie bei den Lannisters. Also, was Jaime für Tywin war im Vergleich zu Tyrion. Genau. Und, also, Randall Tarly ist ja auch noch ein Arschloch auf, in einem weiteren Aspekt, dass er fremdartige Menschen hasst über alles. Wildlinge, ja. Dothraki und so weiter. Also, und dass er. Einen Eid gebrochen hat, den er Olenna geschworen hat. Genau, das auch noch, wenn man das mit dazu nehmen möchte. Aber sie sind halt stolz. Ja. Ja. Und er sagt ja auch, dass es keine einfache Entscheidung war, dass er sich für Cersei entschieden hat. Ja, und dass es keine einfachen Entscheidungen im Krieg gibt. Genau. Und Tyrion will ihn dann auch noch überzeugen, da er Randalls Anhängerschaft sehr schnell springen kann. Ja, was er auch bemerkt, dass er nicht lange, dass Cersei nicht lange seine Königin war. Genau. Und er sagt dann, dass Cersei in Westeros geboren ist und aufgewachsen ist und dass Tyrion seinen Vater ermordet hat. Ja. Wo ich mir aber gedacht habe, Dany ist aber auch, oder Daenerys ist auch in Westeros geboren und sie kann ja gar nichts dafür, dass sie nicht da aufgewachsen ist. Und außerdem war Randall Tarly bei Robert's Rebellion auf der Seite der Targaryen. Und da müsste sich ja eigentlich freuen. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her, ne? Ja, aber trotzdem, ich meine, er hat das immer noch miterlebt. Ich meine, der hat ja dann schon eine längere Zeit über seine Burg geherrscht, als die Targaryens noch an der Macht waren. Ja. Er war wahrscheinlich nicht ganz erfreut, weil Aerys ja nicht so der ganz gute König war. Ja. Aber trotzdem. Und ja, wie gesagt, sie kann ja nichts dafür, dass sie aus Essos aufwachsen musste. Ja. Und was mir aber auch aufgefallen ist, er sagt ja zu Tyrion, dass er seinen Vater ermordet hat, was ja stimmt, aber er hat nicht gesagt, dass er seinen Neffen ermordet hat, Joffrey. Oder den König ermordet hat, ja. Was er auch hätte sagen können, was er nochmal so seine Argumentation stützt. Das ist ja die allgemeine Meinung in Westeros. Und dann, also entweder hat man es einfach so rausgelassen, aber was ich eher glaube, dass er ganz genau weiß, dass Tyrion nicht Joffrey umgebracht hat, weil er weiß, dass Tyrion kein Vollidiot ist und das vorversammelt er mal. Ja, und mag Randall Tarly hat noch so komisch sein in vielen Aspekten des Denkens, ist er nicht dumm. Ich glaube, das kann man ihm wirklich definitiv so zuschreiben. Aber Tyrion findet halt den perfekten Kompromiss für beide Seiten. Und obwohl Randall auch ihn so beleidigt, oder nicht beleidigt hat, oder ihn so bloßstellt, sag ich mal, findet Tyrion da trotzdem die diplomatische Lösung, nämlich dass Randall Tarly und Dickon das Schwarz anlegen. Ja. Ja. Was ja prinzipiell eigentlich eine gute Idee ist. Ja. Aber Randall sagt nö. Ja. Daenerys ist nicht seine Königin. Definitiv. Ja. Und Randall sagt, du kannst mich nicht zur Mauer schicken und man spürt halt auch, und ich fand das auch tatsächlich, ich fand vor allem Dickon, also den Darsteller von Dickon in dieser Folge sehr, sehr großartig gespielt, dass sie trotz dieser felsenfesten Einstellung definitiv eine Angst empfinden. Mhm. Also so. ich hab mir das auch geschrieben, dass mir ist ich aufgefallen, weiß, dass die Wange so zuckt. Ja, ja. Ich weiß, also, dass dir das aufgeschrieben hast. Okay.
Und er hält halt auch zu seinem Vater Dickon. Ich meine, Randall Tarly will ja nicht, dass Dickon stirbt. Ja. Denn Dickon ist quasi die Zukunft des Hauses. Er betrachtet ja Samuel nicht als richtigen Sohn. Und deswegen hat er halt Angst davor, dass mit Dickon das Haus ausstirbt. Genau. Aber Dickon sagt, ich halte es meinem Vater, ich bleibe ihm treu und folge ihm in den Tod. Also ich glaube, einerseits findet Randall das halt extrem beschissen, weil sein Haus dann ausstirbt. Aber andererseits ist er trotzdem stolz, weil er halt einen Sohn hat, der ganz nach ihm kommt. Ja. Dann erfahren wir aber auch, dass Dickon und Randall nicht enthauptet werden sollen, sondern dass sie verbrannt werden sollen. Ja. Was ja noch mal grausamer ist. Ich weiß nicht, was schneller geht. Ja. Also das Schwert sieht man nicht kommen. Wow. Aber verbrennen ist dann doch noch mal, ich würde sagen, barbarischer. Auf jeden Fall. Aber es ist halt auch wieder eine Botschaft, die man raussendet, die gefährlich ist. Mhm. Denn ich meine, klar, die Drachen sind auf der einen Seite eine extrem starke Waffe, aber auf der anderen Seite erinnert ja auch mit diesem Akt, dass Daenerys ihre Feinde verbrennen lässt, das erinnert halt auch sehr stark an ihren Vater, der ihre König, der alles und jeden hat verbrennen lassen. Und es ist halt, Tyrion hat halt sehr große Angst davor, dass die Bevölkerung von Westeros eventuell halt da Assoziationen schließt, die eh schon da sind, nämlich dass Daenerys so wie ihr Vater sein könnte, Aerys II. Und, sogar noch schlimmer, weil sie hat Drachen im Vergleich zu ihm. Genau. Und das sollte eigentlich vermieden werden, dass da irgendwelche Assoziationen geschlossen werden. Genau, und dann sehen wir Dickon und Randall und die beiden werden verbrannt und sind nur noch ein Aschehäufchen. Genau. Fand ich cool, ne? fand ich aber, es gibt ja immer diese verschiedenen Verbrennungsgrade und wir sehen die ja so kurz so brennen und am Ende sind sie Asche. Also ich finde das dann schon, sieht beeindruckend aus, wenn da nur noch ein Aschehäufchen übrig bleibt. Damit hat dieser Krieg nach den Tyrells ein weiteres Haus ausgelöscht. Genau. Jetzt würden manche sagen, ja, Sams Mutter ist ja noch da und Sams Schwester. Ja. Aber das ist ja dann so, wenn die jetzt noch mal jemanden heiraten würden, dann würden die Besitztümer des Hauses an das Haus des Mannes gehen oder an den Mann gehen. Ja, weitere männliche Erben oder Nachfolger neben Samuel gibt es nämlich nicht. Ja, genau. Dann zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, Sams Schwester heiratet einen Jungen aus dem Haus Rotwein. Dann würde die ganzen Besitztümer ans Haus Rotwein gehen. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Samuel ist halt durch einen Eid gebunden, der Nachtwache, dass er keine Titel annimmt. Und zusätzlich Maester. Ist er noch Maester, dass er nochmal heißt, dass er auch keine Titel annimmt. Also das ist schon mal zweifach. Beziehungsweise er ist ja jetzt das doch nicht Maester. Ja, aber das, zu dem Zeitpunkt wissen wir das noch nicht. Genau, ja. Was ich mir aber überlegt habe, dass es vielleicht sein könnte, da ja Samuel den kleinen Sam, also den Sohn von Gilly, als seinen Bastard ausgegeben hat, dass, und das ja niemand weiß, außer Gilly und Sam und vielleicht John, dass die ganzen, dass das Haus Tarly durch seinen, in Anführungsstrichen, Bastardsohn auf ihn übergeht. Ja. Also, dass dann sein. Das Sohn wäre auf jeden Fall eine extrem interessante Hintergrundgeschichte für Sam Jr., dass er als Sohn von Craster. Plötzlich im Süden, südlich der Mauer, born a Wildling und dann zu einem Lord aufsteigt. Von dem Bordstein zur Skyline. Wow. Wow. Okay. Ja. Aber ja, das ist halt, auch die Parallele zum Feld des Feuers 1.0. Da ist ja das Haus Gärtner ausgelöscht worden und davon hat Haus Tyrell dann profitiert und hat quasi Rosengarten bekommen. Hier in diesem Feld des Feuers 2.0 ist halt das Haus Tarly. Ja. Also, die wären ja wahrscheinlich Wächter des Südens geworden. Genau. Und das sind dann auch Tyrell-Bannerträger und damit ist da eine große Parallele auch wieder geschlossen. Das ist halt, wie so oft, Geschichte wiederholt sich und auch diese Geschichte gab es quasi in so einer, in einer ähnlichen Form in der Vorgeschichte von Game of Thrones. Aber wunderschön. Man kann vielleicht auch sagen, so ein bisschen, dass dieser Feuertod von den beiden, dass das auch so ein bisschen Karma war, weil sie ja Olenna hintergangen haben. Definitiv, ja. Kann man auch so sagen. Und damit gehen wir tatsächlich nach Königsmund. Genau, da sehen wir dann wieder Jaime auf der Spur. Ja. Cersei empfängt Jaime, aber nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, dass sie ihm um den Hals fällt und ihm 1000 Küsse gibt, sondern sie ist ganz kalt und fragt, wie viele Männer er verloren hat. Es geht gar nicht darum, wie es ihm geht, ob er verletzt ist oder sonst was, sondern er kommt und sie fragt,
wie ist es gelaufen. Ja, vor allem, dass sie auch sagt, wie viele Männer er verloren hat, nicht wie viele Männer sind gefallen oder wie viele Leben mussten wir geben oder so irgendwas Emotionales, sondern einfach so ganz trocken, wie viele Männer haben wir verloren. Sie ist halt, sie denkt da sehr strategisch und militärisch und sehr kalt und berechnend darüber nach, wie sie diesen Krieg gewinnt. Und alles Emotionale steht ganz hinten an. Ihr klares Ziel ist es, das Haus Lannister zum mächtigsten Haus, also dass es weiterhin das mächtigste Haus in Westeros bleibt, diese Targaryen-Schlampe zurückzuschlagen. Und alles andere ist da sekundär. Genau. Ja. Wir erfahren dann auch, dass Söldner keine Option sind. Also es war ja die Rede, dass die Goldene Kompanie in Essos bezahlt wird. Aber selbst die hätten keine Chance gegen die Dothraki. Ja, vor allem, ich würde mal gerne wissen, wie viele das jetzt eigentlich sind. Also wie viele kämpfen die Dothraki? Ja. Ob das jetzt wirklich 100.000 sind? Ich wette mehr als 7. Das kann gut sein. Ja, bestimmt auch mehr als 10, aber ich weiß es nicht genau. Bestimmt auch mehr als 100. Ja, das einerseits, und was wir vorhin schon gesagt haben, er hat, Daenerys hat ja noch die Drachen und er hat gesehen, was ein Drache anrichten kann. Genau, und sie hat 3. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Rhaegal und Viserion kleiner und vermutlich auch schwächer sind als Drogon. Ja, aber trotzdem sind immer noch Drachen. Ja, aber kleine, süße Drachen. Kleine, süße Drachen. was ich mir aber auch überlegt habe, die haben ja eine Person ganz außen vor gelassen, die auch noch vielleicht ganz wichtig werden könnte, die das auf ihrer Seite steht. Sir Pounce. Genau. Nein. Vielleicht kann die Katze von Tom irgendwie die Drachen verführen. Also. Genau. Euron. Ja, Euron Greyjoy mit seiner großen Flotte. Ja. Gegen Drachen hätte der wahrscheinlich auch nicht so große Chance, aber so gerissen wie der ist, kann ich mir gut vorstellen, dass der sich da vielleicht auch noch was überlegen könnte. Und wir haben ja auch in der 7. Staffel gesehen, dass diese Flotte sehr stark ist und auch sehr schnell. Sehr schnell. Sehr schnell. Ja. Quasi die Flotte Flotte. Die Flotte Flotte. Ja. Oh Gott. Okay, mach bitte weiter. Okay, kommt Cersei und kann dir sagen, vielleicht kann Tyrion was für uns reißen, da er unseren Vater ermordet hat. Mhm. Und das können wir dann so sehen als Ausgleich dafür, dass die Lannisters haben ja die Targaryens umgebracht. Und dann könnte man so sagen, ja gut, wenn jetzt... Ich verstehe nicht so ganz, was du meinst. Ja. Ist das ein wirrer Gedanke, den du hast? Was heißt denn, vielleicht kann Tyrion was reißen? Was soll er reißen? Ich verstehe das nicht. Cersei sagt ja, dass vielleicht Tyrion für sie einstehen kann, weil die ja im Prinzip schon verloren haben. Ja. Das dann so als Ausgleich sehen, dass er ihren Vater ermordet hat. Mhm. Dass er das somit wieder gut macht, wenn er Cersei und Jaime aus der Schlinge zieht. Okay, ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Ich akzeptiere das immer. Ich habe es tatsächlich nicht so ganz verstanden. Aber ist auch wurscht. Okay. Okay. Na gut. Machen wir einfach weiter. Ich muss mir einfach nachher nochmal erklären. Okay. Jaime erzählt von Olenas Beichte. Das ist wahr. Er erzählt, dass Olenna in ihrem letzten Moment zugegeben hat, dass sie es war, die Joffrey vergiftet hat, nämlich in Zusammenarbeit mit Peter Baelish. Das hat sie nicht erzählt, aber so war's. Und es kam, wie wir es gedacht haben, dass Cersei das im ersten Moment nicht glauben mag. Und dann kommt schnell die Einsicht, dass, oh mein Gott, hätte ich doch bloß nicht auf Jaime gehört. Ich wünschte, ich hätte ihr einen sehr, 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 sehr grausamen Tod gebracht. Weil, wie gesagt, sie hat es anfangs nicht geglaubt, aber Jaime argumentiert halt ganz logisch. Ja. Genau. Dann haben wir einen schönen J-Cut zu Drachenstein. Wir hören nämlich schon in der Szene mit Königsmund schon einen Drachenschrei und kommen zu Drachenstein. Ja, genau. Und das allerdings, nachdem Cersei sagt, dass sie als stolze Lannister lieber im Kampf stirbt. Also es gibt ja diese Redewendung, lieber stehen sterben als kniend leben. Ja. Und das sieht sie halt auch so. Jetzt wollte ich noch was anderes sagen, ich hab's vergessen. Ah, genau, sie sagen ja, dass, wie sagt der Tywin einst, ein Löwe schert sich nicht darum, was die Herde Schafe denkt. Ja. Ja. So ungefähr. Okay, dann kommen wir tatsächlich zum J-Cut nach Drachenstein. Ja, und dann haben wir wieder, bekommen wir wieder was auf die Nase gebunden. Ja. Zum 80. Mal. So ins Gesicht gedrückt. Ja, Drogon landet auf Drachenstein und Jon streichelt ihn. Ja. Das war süß. Das war sehr süß. Wir hören das Thema Targaryens, wir sehen. Ja. John. Also, hier wird nochmal irgendwie allen in die Fresse geboxt, dass John ein Targaryen ist. Und
Das wird ja auch noch später auch noch mal gesagt von Gilly oder Goldie, wie auch man sie nennen mag. Dazu kommen wir dann noch. Aber ja, also sehr, sehr offensichtlich ist, John ist ein Targaryen, also wie oft soll man das jetzt noch klarstellen? Ja. Aber es wird auch damit angedeutet quasi, wer weiß, man spricht von drei Drachenreitern, von dreiköpfigen Drachen. Wer weiß, vielleicht werden wir John auf einem Drachen sehen. Er ist die dritte Person, die einen ausgewachsenen Drachen angefasst hat. Ja. Neben Tyrion. Neben Tyrion. Und Daenerys. Genau. Wer weiß, schauen wir mal. Genau. Und wir sehen halt auch, dass Drogon ist ja erst aggressiv, bis er halt wirklich so den Geruch von ihm wahrnimmt und dann vielleicht merkt, okay, der Typ ist ein Targaryen. Ja. Und wir sehen ja immer so Dany, sie kann nicht ganz genau sehen, was da abgeht, aber als sie dann sieht, sie scheint das ziemlich anzumachen. Sie ist allgemein schon in den letzten Folgen sehr beeindruckt von John. Nicht nur von, also erstmal davon, was gerade da passiert, auch von seiner gesamten Vorgehensweise. She got the hearts for John. Sie ist, dass er auch nicht vorher kniet, beeindruckt sie wahrscheinlich auch. Genau. Und du hast geschrieben, das sehe ich gerade, dass man dass man in der Augenspiegelung von Drogon einen Wolfskopf sieht. Meinst du da an dem Kostüm, an der Rüstung von Jon? Nein, oder was meinst du? Im Auge von Drogon. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das... Da sieht man wirklich einen Wolf? Also so einen Wolfskopf, so ganz schemenhaft. Okay. Ich zeig dir das nachher mal. Also, okay. Oder ihr schaut das am besten. Kurz bevor Drogon einmal das Augenlid zumacht, kann man sowas wie einen Wolfskopf. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so Einbildung ist und ich das sehen will, ja. Aber es sieht schon ein bisschen danach aus. Okay. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das so als Easter Egg einfach eingebaut wurde. Weil beim ersten Mal durchgucken ist mir das auch überhaupt nicht aufgefallen. Mir nämlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber gut, wer weiß. Ich habe das nämlich irgendwo auch nachgelesen, habe es dann nochmal geguckt und so, hä, so ein Quatsch. Hm. Sieht schon ein bisschen danach aus. Ja. Aus, okay. Genau, Drogon haut dann auch ab und das heißt ja auch, dass er nicht denkt, dass John eine Gefahr ist. Für genau. Den und ja, dann kommt es zu einem Dialog zwischen John und Dany und allein im Schauspiel merkt man eben, dass da bald was zwischen den beiden laufen wird, dass da sich was anbahnt. Wahrscheinlich hebt man sich das entweder für das Ende der Staffel 7 auf oder wahrscheinlich eher für Staffel 8. Mhm. Bin mal gespannt. Upsala, da habe ich fast mal deine Notizen verloren. er verrät ja weiterhin nicht, was da mit ihm passiert ist, dass er mal tot war. Ich fand aber auch diesen Moment toll, wie Daenerys redet und er sie anstarrt und dann irgendwann merkt so, okay, und sie sich dann so fängt und dann auch anfängt wieder zu reden. Ja. Und dann kommt tatsächlich ein Dothraki, der sagt, hier ist ein Mann, der behauptet, euer Freund zu sein. Und dann haben wir Jorah the Explorer. Jorah the Explorer kommt zurück. Und was mir da aufgefallen ist, Daenerys sagt ja, okay, jetzt kann es sein, dass ich viel zu viel rein interpretiert habe. Ja. Ist okay. Sie sagt, fragt John mit dem Dolch ins Herz. Mhm. Und in dem Moment kommt Jorah. Ja. Und für sie war das damals wahrscheinlich auch. Wie ein Dolch ins Herz. Weil sie von Jorah verraten wurde, quasi, seit sie erfahren hat, dass er eigentlich sie töten sollte. Oder ausspionieren vielmehr. Ja. Ob das zu viel rein interpretiert ist oder. Ja. Kann gut sein. Genau. Jorah hat sich herausgeputzt, das ist wahr. Er trägt eine neue Kleidung, sieht sehr, sehr schick aus, natürlich schwarz. Ja, und schwarz. Er hat auch nicht mehr den Bären drauf auf seiner Rüstung. Ja. Den hat er ja früher so einen Harnisch oder so eine Brustplatte, wo der Bär des Hauses Mormont eingraviert war. Ja, kommt ja auch von der Bäreninsel dementsprechend. Du hast geschrieben, dass das wie nach einem Rollenspiel wirkt, nachdem man das ganze Loot verkauft hat und sich neue schicke Sachen kauft. Ja. Also damit man den ganzen Dreck verkauft und sich so die teure Rüstung kauft. Genau. Also man fightet die ganze Zeit, sammelt die ganze Zeit so Loot ein, geht zurück in die Stadt, verkauft das beim Händler und kauft sich neue schicke Rüstung. Ja, das ist irgendwie daran, dass ich teilweise Tage verbracht habe in Diablo 2 mit dem Gambeln. Gut. Stellt Jorah John vor, mach mal weiter bitte. Ja, ich weiß nicht, was du hier geschrieben hast. Daenerys stellt Jorah John vor. Ach so, okay. Ja. Und was ist das T da? Das ist einfach nur ein Vertipper. Ahnung, genau. Okay. Und wir sehen auch gleich an Johns Reaktion, der kennt den. Weil ja, einerseits hat er das Schwert, das einst Jorah gehört hat, von seinem Vater Jael bekommen. Ja. Und andererseits hat Jorah ja auch davon geredet, dass sein Sohn, also Jorah, Schande übers Haus gebracht hat. Ja. Und da wird er ja ganz hellhörig, weil das ja auch ein Freund von Daenerys ist, was ihn auch stutzig machen könnte, wenn jemand, der verbannt wurde und einen Sklaven gehandelt hat und den sein Vater Eddard verbannt hat, dass Daenerys so einem so vertrauen kann. Ja.
Aber ich denke mal, dass wenn Daenerys ihm vertraut, dann kann er ihm auch vertrauen. Ja, definitiv. Also es ist ja immer noch weiterhin eine der verpöntesten Sachen überhaupt in Westeros, der Sklavenhandel und das Sklavenhalten. Mhm. Nee, also auf den einzelnen Inseln ja nicht. Da gibt es ja sowas wie ja. So Leibeigenschaft. Ja, gut. Danny umarmt ihn dann. Genau. Ja. Beste das, Moment seines Lebens. Das wird Jorah sehr, sehr, sehr gefreut haben. Und man sieht tatsächlich auch, dass Jon damit nicht ganz so glücklich ist, dass da gerade ein anderer Mann Danny umarmt. So wirkt es zumindest. Oder halt, weil er denkt, dass Jorah nicht der ehrenhafteste Mensch ist. Also, aber es wird halt weiterhin ganz subtil angedeutet, dass da eventuell bald was laufen könnte. Ja. Und mit der Umarmung kann man eigentlich schon sagen, also Jorah war sich vielleicht nicht ganz sicher, wie Daenerys noch zu ihm steht. Ja, aber freut sich sehr darüber. Ja. Und damit kann man eigentlich sagen, dass sie seinen Verrat überwunden hat. Ja, kann man so sagen. Ja. Dann gehen wir quasi, also auf jeden Fall in den Norden, aber quasi nach Winterfell und nördlich der Mauer. Da sehen wir nämlich, dass Bran sich wieder mal in Tiere gewalkt hat, was er ja auch schon lange Zeit nicht mehr gemacht hat. Ja. Er blickt durch die Augen von Raben. Und wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen, weil er die ganze Zeit Sansa bei ihrer Hochzeit angeguckt hat. Was ist mit Bran? Eigentlich weiß er doch, dass Peter Baelish einst Eddard Stark verraten hat. Und so wie das Fähnchen im Wind agiert. Was ist halt da die Frage, ob er das sehen kann oder gesehen schon hat. Oder ich meine, ist halt die Frage, was er schon alles gesehen hat. Was ist wichtig, ob er das schon gesehen hat? Ja. Er hat auf jeden Fall, okay, er hat mit in letzter Folge gesagt, mit Chaos is a ladder. Mhm. The ladder. Mhm. Dass er dieses genau Gespräch, weiß, was ja jetzt, ich sag mal, nicht so wichtig war, so nur halt für die Intention von Littlefinger. Ja. Aber, boah, ich habe gerade voll den Faden verloren. Ja, ist ja aber auch nicht schlimm, denn die Frage ist halt eher, inwiefern das seine Bedeutung für Bran spielt. Also ich meine, Bran ist halt eben kein richtiger, also überhaupt kein Stark mehr, betrachtet sich nicht mehr als Stark und er interessiert sich auch nicht für die Belange des Hauses Stark. Für ihn ist jetzt in erster Linie eigentlich wichtig, dass die Menschheit überlebt und dass der Tod, also die Armee der Toten aufgehalten wird. Und dass er Jon seine Herkunft verrät. Genau, das halt auch. Deswegen ist es sehr wichtig, dass, also deswegen ist es halt die Frage, ob das mit Peter Baelish ihn überhaupt tangiert in irgendeiner Weise. Ja, es werden wir sehen, das wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Abwarten heißt es. Ja, wir sehen die Armee der Toten haben wir schon. Ne? Mhm, Sieht cool aus. Und wir sehen den Nachtkönig. Genau, und wir sehen auch, dass der Nachtkönig merkt, dass diese Tiere, also ich hatte das Gefühl, dass er Bran aus der Leitung wirft. Quasi, ja, das stimmt. Das Gefühl hatte man. Also es, er guckt die Raben an oder die Krähen oder was auch immer. Ja. Und in dem Moment gehen die so auseinander. Ja, und Bran ist aus der aus seinem Warging draußen und sagt dann zum Maester Volkan, dass er einen Brief schicken soll. Mhm. Nämlich an die Citadel. Genau. Nach Alsace. Und da wird eben die da sitzen in einem Radartigen. Also wie in einem Rad sitzen hat die wichtigste Messe. So ein kleiner Rad. So ein kleiner Rad der Citadel. Kleiner Rad der Citadel, so kann man sagen. Die lesen von dieser Nachricht und nehmen das nicht für ernst. Ja. Ja. Vor allem, weil halt auch Magie eher belächelt wird. Genau. Weil, das sind halt Wissenschaftler in erster Linie. Das sind so die Wissenschaftler von Westeros. Wobei die eigentlich auch wissen müssen, dass wenn diese Sachen wie Drachen wieder aufkommen, und die wissen ja auch aus der Geschichte von Valyria, dass da auch mit Magie gehandelt wurde. Mhm. Eigentlich müssten die, aber die sind wahrscheinlich einfach so, wirklich so trockene Wissenschaftler. Ja. Ich glaube nur, was ich sehe. Genau, quasi. Dabei ist Sam halt auch da, der genau sagt, ich habe die Armee der Toten gesehen. Ich habe einen weißen Wanderer besiegt. Also ihr müsst dem glauben und trotzdem sagen. Das mit dem weißen Wanderer sagt er nicht. Ja, das ist aber er sagt, dass er sie gesehen hat. Und die Maester sagen halt, es ist viel wahrscheinlicher, dass das eine List ist von Daenerys, um die Armeen des Südens zu schwächen, damit sie ihre Truppen in den Norden schicken. Ich fand das auch immer so eigentlich ganz, also vor allem dieser Ambrose ist ja überaus logisch. Er sagt, es ist möglich, dass das stimmt, was Sam sagt. Es ist aber auch möglich, dass das so ist. Ja. Aber im Prinzip ist dann auch alles möglich. Genau. Und dann sagt Ambrose halt auch, dass sie
Maester Volkan darum bitten, um Präzision, dass sie diese Beweise halt wirklich sehen wollen. Ja, es ist halt so ein... sie sind noch nicht überzeugt, mit anderen Worten. Ja. Abrose wahrscheinlich noch am ehesten, aber die anderen, also er weiß halt wahrscheinlich, Abrose selbst weiß halt wahrscheinlich auch, dass er mehr braucht, um den Rest des kleinen Rates da, wenn man es den kleinen Rat nennen möchte, also quasi den kleinen Rat der Zitadelle, dass es mehr braucht, um die zu überzeugen. Ja. Denn er hat ja Sam bereits signalisiert, dass er ihm glaubt. Es ist einfach das Logischste, dass Sam einfach die Wahrheit sagt. Ja, aber wir wissen ja auch, dass die einfach keine Zeit haben und Samuel weiß das auch ganz genau, dass sie keine Zeit haben. Ja. Und langsam ungeduldig wird. Genau. Warum hast du hier geschrieben, ertrunkene Lodos? Achso, die haben dann noch so ein, Samuel geht dann raus und dann machen die eigentlich so Witzchen drüber. Ach so, okay, ich verstehe, ja. Da erwähnen die irgendwie solche Scharlatane, die behauptet haben, dass sie von den Kindern des Waldes abstammen. Mhm. Oder zum Beispiel von Lodos. Mhm. Über den haben wir auch schon mal im Video, glaube ich, die großen Häuser von Westeros. Es war die großen Häuser von Westeros, sollten wir jetzt verlinken. Genau. Da haben wir auf den Eiseninseln, da hat jemand behauptet, dass er der Sohn des ertrunkenen Gottes ist. Genau. Und hat da auch irgendwie tausende Männer in den Tod gezogen. Ja, der hat behauptet, dass er Aegon Targaryen überwinden kann, indem er irgendwie Kraken aus dem Meeresgrund schickt, die Schiffe nach unten ziehen. Genau, und dann ist er irgendwie ins Wasser gegangen, das hat nicht funktioniert. Ja. Und dann ist er ins Wasser gegangen und hat gesagt, er berät sich mit seinem Vater. Ja. Und tausende sind ihm gefolgt, weil sie den ertrunkenen Gott sehen wollten. Ertrunken und gestorben, ja. Also das ist aber... solche Geschichten und viele mehr haben wir halt auch in unserem Video mit allen bekannten Häusern. Da habe ich das genau aufgezählt, auch die Geschichte. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Ist hier bei dem i verlinkt, oben rechts auf YouTube. Genau. Aber wir merken halt auch, dass die wieder... Also dass also sowas wie die Kinder des Waldes, dass die vielleicht auch anzweifeln, dass sowas gibt. Dass sich ja über diese 8000 Jahre, die zwischen der langen Nacht und jetzt liegen, so viele Legenden uns gebildet haben und das ja alles... Ja. Von Leuten geschrieben wurden, die was weiß ich, hunderte Jahre erst später gelebt haben. Ja, ja. Dass das keine Zeitzeugenberichte sind, die wirklich fundiert sind, sondern dass das eher Geschichten sind. Ja, ja, klar. Also dass sich dann auch immer alles weiterentwickelt und so ein Selbstläufer wird. Genau. Es ist halt. Hier in dieser Szene erfahren wir halt auch, dass Sam noch nichts von seinem Vater und seinem Bruder weiß, dass die gestorben sind. Und die Maester wissen das aber bereits. Ja, und Ambrose bringt es einfach noch nicht übers Herz. Genau. Damit gehen wir zurück nach Drachenstein, wo unsere beiden Lieblingsdudes Tyrion und Varys einen Dialog führen. Und wir sehen direkt, dass Varys sehr nervös ist. Ja. Sehr, sehr nervös. Wegen der Nachricht, und er trinkt Wein. Und, also wir sehen ihn zum ersten Mal überhaupt was trinken, glaube ich, und dann gleich Wein. Ja. Das ist nicht jemand, der so die Genussmittel für sich... Ja, Danny lässt... Männer mit ihren Drachen verbrennen und sie agiert ein bisschen da so wie ihr Vater. Ja, das macht den beiden Sorge. Mhm. Varys sagt ja auch, dass Daenerys einfach die richtigen Berater braucht und jemanden, der ihr auf den sie hört. Ja, und Varys sagt ja auch, du musst sie dazu bringen, dass sie auf dich hört, Tyrion. Ja. Ich meine, Tyrion hat das schon oft geschafft, aber jetzt, also gerade in der 5. Staffel hat er ja, oder in der 6. Staffel auch, wo er ihr ausgeredet hat, oder wo er ihr eingeredet hat, dass sie sich von Daenerys Harris trennen muss, dass das nur so funktionieren kann. Ja. Also sie gibt halt sehr viel, sie legt sehr viel Wert auf seinen Rat, das ist klar. Ja, genau, aber jetzt halt in der 7. Staffel hat er eigentlich bisher nur verkackt. Also mit seine ganzen Pläne sind nicht aufgegangen. Gerade mit dem Angriff auf Casterly Stein, das war ein ganz, ganz großer Fehler. Und seitdem ist sie halt ein bisschen sauer auf ihn, hört nicht mehr so ganz auf seinen Rat. Ja, also er muss wieder clever werden. Ja. Sie sagen aber, müssen wieder drinken und things knowen. Wer weiß, vielleicht ist ja John derjenige dann, der sie vor dem Wahnsinn bewahrt. Genau. Und dann kommen wir auch tatsächlich zu John, der liest nämlich eine Rolle. Und du hast... Das ist die Rolle, um die es auch vorhin schon ging. Ja. Und wo auch dieser witzige Dialog war, das ist eine versiegelte Rolle für den König des Nordens. Ach ja, genau. Ja. Und, genau. Und natürlich hat Varys das gelesen als langjähriger Meister der Flüsterer. Tyrion weiß das genau. Er fragt, und was steht drin? und in dieser Staffel geht es auch sehr viel um Rollen. Und es wird die ganze Zeit werden Nachrichten hin und her geschickt und hin und her geschickt. Ja, also und ich hin glaub, und her geschickt. Bisher hat man noch nie in der ganzen Serien... Historie, so viele
Schriftstücke und Rollen auch im Close gesehen und die man mitlesen kann. Was ich eigentlich ganz cool finde, wenn man da manchmal so, gerade wie in den Büchern, das mit Drachenglas, wenn man sowas nur erfährt, wenn man wirklich anhält und durchliest. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja, und dann erfährt man von Arya und Bran, die beide noch leben, und Jon erfährt das in diesem Moment auch. Ja. Schön. Und Dany freut sich für ihn. Ja. Das ist auch sehr schön. Geschrieben süß. Ja, und John sagt dann halt auch, dass er mit dem kämpfen muss, was er hat. Und Daenerys will halt aber ihre Stellung eigentlich nicht aufgeben. Ja. Weil sie hat ja jetzt eigentlich schon, sie hat im Grunde schon so gut wie gewonnen. Mhm. Aber wenn sie jetzt ihre Kräfte auf den Norden konzentrieren würde, dann kann das ganz gut sein, dass Cersei alles wieder zurückholt. Tyrion hat dann einen absolut irrsinnigen, abgefahrenen Plan. Und als ich das gehört habe, musste ich auch erstmal schlucken. Ich so, ja, what the fuck? Wo ich mir gedacht habe, was? So, das dauert doch auch ewig. Wie zu was? Ja, der Plan ist, dass sie es nur schaffen, alle Häuser zu oder den ganz Westeros zu überzeugen, wenn sie einen Beweis haben. Und was ist der beste Beweis für die Armee der Toten, als einfach einen dieser Toten zu fangen? Ja. Also jetzt ist die Frage, wollen sie wirklich einen weißen Wanderer oder einen Wiedergänger oder was? Wiedergänger. Es geht um Wiedergänger, sie sollen einen Wiedergänger fangen und südlich der Mauer bringen. Also es ist ein irrsinniger, verrückter Plan. Auf jeden Fall. Ja. Und Geo hatte schon einen ähnlichen Plan mit abgehackter, bewegender Hand eines Wiedergängers, die leider verrottet ist. In der ersten oder zweiten Staffel. Ja. Da hat ja ein Wiedergänger ihn angegriffen und John hat ihn gerettet. Und John hat ja davor einen Teil des Arms abgehackt. Ja. Und der hat noch gezuckt. Der hat noch so gezuckt. Also ich glaube, in der Serie kriegt man das nicht so krass mit, aber in den Büchern wird dann ja auch Alyssa Thorne mit der Hand nach Königsmund geschickt, um halt Mittel für die Nachtwache zu sammeln, weil das ist ja nicht so cool, wenn da so Zombies rumlaufen. Ja, und weil die Weißen Wanderer eine Bedrohung für das gesamte Königreich, für alle 7 Königslande sind, will Tyrion auch mit Jaime sprechen. Da dachte ich mir auch, wow, wird es tatsächlich in dieser Folge zu einem Wiedersehen kommen zwischen irgendeinem dieser Lannister-Geschwister? Die wir später dann rausfinden, ja, wird es. Und relativ schnell. Sehr viele andere. Ja, und sehr viele andere. Und tatsächlich erklärt sich Jorah bereit, nachdem er die Grauschuppen besiegt hat, tatsächlich einen Wiedergänger zu holen. Und, zusammen mit Jon. Zusammen mit Jon, dem König des Nordens, der sich da auf eine Kamikaze-Mission begibt. Und Dany ist natürlich sehr besorgt. Aber sie zeigt nicht, dass sie besorgt ist. Sie macht das ja auf diese, habe ich dir überhaupt erlaubt, dass du hier gehst? Dass du hier gehst, ja, aber es ist sehr, sehr klar, dass sie das erstens nicht will, weil sie ihn mag, und zweitens, weil sie sich sorgt. Und Jon sagt, er ist ein König und er muss von niemandem Befehle annehmen. Und Vergleich das mal, jetzt diese Szene, wo Daenerys sich um ihn sorgt und quasi dafür sorgen will, dass er nicht dahin geht, weil sie Angst darum hat, dass er stirbt, mit der ersten Szene, wo die sich treffen und sie noch diese taffe Königin war, die gesagt hat, dass er eigentlich ein Rebell ist und das dazu angedeutet, dass er ganz gut sein kann, dass der vielleicht getötet wird. Absolut, ja. Und man muss halt auch dazu sagen, dass es ist halt auch männlich. Es ist so dieses, es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Daenerys so in die Schranken gewiesen wurde. So, ich bin ein König, du hast mir gar nichts zu sagen. Das muss schon einen großen Eindruck auf sie machen. Und es ist klar, dass da eventuell sich tatsächlich Gefühle anbahnen. Ja. Auch wenn sie eigentlich seine Tante ist. Damit sind wir wieder in... Aber ich meine, das ist ja so ein Targaryen-Ding. Das ist ein Targaryen-Ding. Vielleicht macht das die auch an. Ich meine, Aegon war mit seinen beiden Schwestern verheiratet. Von daher... Wen juckt's? Winterfell, Sansa und Arya. Es gibt eine Diskussion. Es gibt eine Diskussion, weil Jon nicht da ist und also mit den ganzen Lords und Und das, was in Staffel 6 Lordinnen? Es sind ja nicht nur männliche Lords. Männliche und weibliche Lords. Ja. Oh, stimmt. Ja. Lordin. Wow. Lord. Ja. Es gibt halt eine. Ich habe übrigens Lord beim Hurricane gesehen. Die heißt Lord. Yes, Lord? Ja. Nicht Lordy? Nein. Okay, ich habe die South Park-Folge mit Lord gesehen. Das sind mehrere, ne? Ja, auf jeden Fall, es gibt eine Diskussion, dass Jon nicht da ist und dass Sansa eigentlich die bessere Herrscherin ist. Ja. Und das bahnte sich bereits... Und es ist vor allem dieser
verfickte Lord Glover, der noch in der sechsten Staffel so ganz unterwürfig war. So, ja, ich hoffe, du kannst mir das, ich werde mir das niemals verzeihen. Ja. Und seit tausenden Jahren war das Haus Glover hinter Haus Stark. Ja. Jetzt auf wie schnell sich sowas umdrehen kann. Absolut. Ja, alle sehr opportunistisch da, auch im Norden, nicht nur in King's Landing. Also hier wird dieses Game of Thrones, das Spiel der Throne, auch gespielt. Ja. Und die Sache ist, dass in Staffel 6 hat sich bereits angebahnt, dass Jon und Sansa halt so ein Konflikt innerhalb des Hauses Stark hat sich angebahnt. Und jetzt sehen wir auch, dass sich das weiterhin anbahnt, nämlich dass da tatsächlich Johns Herrschaftsanspruch nicht einfach nur akzeptiert wird, sondern auch da wirklich in Frage gestellt wird. Ja. Ich meine, der war jetzt aber auch wirklich eine Zeit lang auf Drachenstein und nicht im Norden. Da, die wissen ja nicht, was mit ihm passiert. Ja. Kann man ein bisschen verstehen, aber trotzdem, wenn sie ihm die Treue geschworen haben, dann müssen die wohl darauf auch beharren. Ja, und Arya sieht das Ganze und fragt sich auch, warum weist Sansa diese Lords nicht in die Schranken, die da ganz offen Jon beleidigen fast schon, oder beziehungsweise ihn runterbuttern. Ich fand es auch interessant, dass es wurde ja aus der Sicht von Arya gezeigt und wir sehen zum ersten Mal halt diesen Raum, der halt immer nur so dieses Zwischenspiel zwischen Jon und Sansa oder dem Tisch und den Lords ist, aber jetzt sehen wir das Ganze halt von ganz hinten. Ja, es ist eine neue Perspektive auf dieses ganze Ding. Ja, es ist halt auch da wird halt die Sicht von Arya eingenommen, aus einer erzählerischen Sicht und nicht die Sicht von Sansa. Da sieht man eben auch, dass das, was Sansa da macht, auch ein bisschen nicht ganz so okay ist. Ja. Dass sie sich da gerade nicht unbedingt in den Dienst des Hauses Stark stellen wird. Aber sie sagt auch, und das muss man dazu sagen, ja, aber Jon ist der König des Nordens und nicht ich. Aber trotzdem, man merkt, dass da noch irgendwas passieren wird im Hause Stark. Und dann haben wir einen Dialog zwischen Sansa und Arya, wo es eine witzige Anspielung gibt, weil sie sagen ja, wir können ja nicht hier rumsitzen und warten. Wie Ghost. Ja, wie Geist. Das ist ja auch so ein, ich finde das cool, dass sie immer auf so, das ist ja auch auf so Fans eingehen. Weil er immer nachgefragt hat, hey, was ist eigentlich mit Ghost? Ja, Ghost ist hier. Und dann entstehen noch tausend Memes mit Ghost, dass der nicht da ist. Ja. Dass halt auch auf sowas eingegangen wird. Und später halt auch bei Gendry kommen wir auch nochmal zu sowas. Genau. Und dann erfährt man auch, dass Sansa sich mittlerweile in einem ganz besonderen Zimmer einquartiert hat, nämlich im Zimmer von Eddard und Catelyn. Ja, was ja eigentlich meiner Meinung nach eher Jon zustehen würde als König des Nordens. Wahrscheinlich schon, aber... Oder ja, ist halt die Frage, dass man, ob die jetzt die Zimmer dann immer so hin und her tauschen. Arya und Sansa haben auch eine Diskussion, auch da, also es ist halt einfach so, es ist nicht dieses Haus Stark ist wieder zusammengekommen, es ist die große Family Reunion und alle sind happy. Nee, es ist tatsächlich ein sehr brüchiges Verhältnis zwischen allen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Sansa mit Arya so von oben herab spricht. Definitiv, also dieser frühere Konflikt, die ältere Schwester und die jüngere Schwester und Sansa denkt halt, dass sie den Plan hat und dass ihre Schwester halt nichts weiß. Ja, vor allem ist es ja, dieser Kampf wurde weitergeführt aus der Kindheit, denn als Kinder haben sich die beiden gehasst, in Anführungszeichen, wie sich halt Geschwister gerne mal hassen, aber die beiden waren halt auch sehr unterschiedlich. Arya war halt die quasi das jungenartige Mädchen, das gekämpft hat und wild war und Sansa war die ganz, ganz feine Lady, die auf schöne Sachen stand, das sagt ja auch Arya. Und dann gab es dieses Wiedertreffen, letzte Folge, wenn ich mich nicht irre, und waren sehr happy. Und jetzt zeigt sich aber, okay, die beiden sind immer noch wahnsinnig unterschiedlich. Arya liebt ihren Bruder Jon über alles und Sansa verteidigt ihn nicht richtig. Also da bahnt sich weiterhin dieser Schwesterkonflikt zu eskalieren. Ja, ich meine, das ist so die erwachsene Version davon, weil beide haben im Prinzip das bekommen, was sie immer wollten. Ja. Sansa ist eine Lady und Arya ist eine Kämpferin. Genau. Ja, und Arya wirft auch genauso dann Sansa vor, dass Sansa eigentlich machthungrig ist. Ja. Und das spricht ja auch dafür, dass, ich meine, wir haben ja bereits gesagt, dass Sansa sehr viel von Cersei gelernt hat und sich teilweise auch angenähert hat. Nicht angenähert, das ist das falsche Wort, aber dass sie sich in ihrer Persönlichkeit sehr Cersei ähnelt. Ja, Cersei hat abgefärbt. Genau, Cersei hat abgefärbt und auch in dieser Staffel war es ja auch so, dass Sansa irgendwann angefangen hat, die Haare so zu tragen wie Cersei früher, weil das halt ihre quasi ihre Bezugsperson ist, wie eine weibliche Herrscherin halt auftreten kann. Ja. Und Arya nimmt halt ihren Vater irgendwie, sie sieht halt Eddard sehr ähnlich. Und Sansa beginnt halt langsam auch diesen Machthunger zu entwickeln, den Cersei
der halt Cersei antreibt. Mhm. Und Arya ist eben wie ihr Vater, die da ganz besonders daneben steht und sagt, hey, deine Pflicht und deine Familie, das ist alles wichtiger als Machthunger. Und es ist quasi wie, die Kinder führen diesen Konflikt fort, den Eddard und Cersei hatten, ja. Quasi. Ja. So auf in also nicht ganz so feindlich, aber ja. Auf eine gewisse Weise. Es ist halt auch wieder dieses Machthunger im Kontrast zu diesem Verhalten von Eddard, zu dieser Ideologie von Eddard oder dieser Philosophie von Eddard, das Pflichtbewusstsein Familie über allem steht. Genau. Gut. Dann kommen wir zu Königsmund. Ja. Mit Tyrion und Davos. Ich habe schon die schwelligen Erinnerungen, ja. Aber halt nicht die schönen Erinnerungen, weil Tywin wurde von Tyrion ermordet und Tyrion hat im Prinzip Davos so mit Seefeuer ermordet. Ja. Aber hier sehen wir halt auch, es ist wahnsinnig krass, wie schnell die da auch plötzlich in Königsmund sind. Es passiert halt wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Oder wahnsinnig, dass die eigentlich einst auf den komplett gegenseitigen Seiten standen, gegeneinander gekämpft haben, jetzt zusammenarbeiten. Das ist ja auch quasi diese Anspielung, dass Davos sagt, hey Tyrion, du hast quasi das Seefeuer benutzt in der Schwarzwasserbucht, in Blackwater Bay und hast damit meinen Sohn getötet. Und jetzt reisen wir hier zusammen in einem Bötchen auch hier wieder in Blackwater Bay an. Ja. Und dann kommt es auch schon direkt zu diesem Treffen, das sie angebahnt hat, zwischen Jaime und Tyrion. Genau. Und was Jaime zu Bronn gesagt hat, wird nicht eingehalten, sage ich mal, weil Jaime hat gesagt, dass er Tyrion für den Mord an Tywin töten wird. Ja. Und Bronn hat auch Jaime unter falschem Vorwand einfach runtergelockt, weil er mit ihm Schwertkampf üben wollte. Wieder. Ja. Man merkt deshalb halt auch. Deshalb hat Bronn eigentlich klug gehandelt. Mhm. Nämlich, wenn Jaime vielleicht sein valyrisches Schwert hätte, hätte er vielleicht doch Tyrion umgebracht, meinst du? Vielleicht, ja. Aber mit so einem sparrigen Schwert oder Übungsschwert sagt der Tyrion auch, das kann eine Weile dauern. Ja. Und obwohl, also man merkt halt trotzdem, Jaime war der einzige Unterstützer im Hause Lannister von Tyrion. Jaime hat immer irgendwie zu seinem Bruder gehalten und mochte seinen Bruder sehr. Das fängt schon in Staffel 1, Episode 1 an, als er seinem Bruder 5 Huren ins Zimmer in Winterfell wirft. Und das Ende, dass er ihn aus der Zelle befreit. Genau. Und die beiden treffen sich halt gerade wieder. Es ist ein sehr, sehr emotionaler Moment. Ja. Und ich finde es auch, ich fand das eine schöne Szene, auch wenn sie recht kurz war. Ja. Und ich fand, dass Nikolai Coster-Waldau und Peter Dinklage das echt cool gemacht haben. Und die haben sich bestimmt auch gefreut, mal wieder zusammen zu spielen. Sind ja auch beides sehr fähige Schauspieler. Ich meine, bei Nikolai Coster-Waldau kann man das ja sehen in Gods of Egypt, ne? Das ist ja auch ein... ja, genau. Aber der spielt doch damit, ne? Ja. Ja. Wieso magst du den Film nicht, Jonas? Der ist kacke. Dazu kommen wir in unserem Podcast am Freitag noch. Ach so. Ja, genau, wir machen am Freitag einen Podcast über unsere absoluten Hassfilme. Ja. Da wirst du auch über Gods of Egypt sprechen, unter ne? Unter anderem, ja. Okay, alles klar. Dann trifft Davos im Flurloch auf einen, einen alten Bekannten, nenne ich ihn mal. Den Jungen mit dem Stierhelm. Ab welchem Moment hast du es gewusst? Was? Dass er auf Gendry trifft? Ja. Ehrlich gesagt, relativ früh. Schon als man Schmiedehammer die anderen Schmiede sieht. Da war schon klar, okay, das kann wir sehen sein. Gendry. Vor allem, wenn man hatte schon im Vornherein mitbekommen hat, es kann gut sein, dass Gendry in der Staffel wieder auftauchen wird. Ja. Und wir sehen eine Sache vor allem, Gendry ist ganz der Vater geworden. Ja, also war er schon eh immer in leichten Teilen, aber jetzt ist er komplett irgendwie sein Vater 2.0. Ja, also man sieht es ja auch ganz oft an den Frisuren, wie du gesagt hast, bei Sansa und Cersei, dass sie die gleichen Frisuren tragen, aber auch an der Farbe der Kleidung. Mhm. Da muss man auch, wie heißt die Kostümdesignerin? Deborah Wright? Michelle Clapton heißt die. Ja. Die kümmert sich um die Kostüme, glaube ich, ist das die. Und das dann halt... ich finde das immer toll, dass das auf mehreren Ebenen immer gezeigt wird, zu wem jetzt wer steht, auch mit der Farbe der Kleidung. Ja. Und Gendry trägt die Farben seines Vaters. Ja. So bräunlich und rot, glaube ich, ein bisschen. Okay. Und gelblich, ja. Davos dachte, dass er immer noch rudert. Das ist stimmt, das stimmt. Ja. Ich mein, wie ist es denn passiert? Was ist mit Gendry passiert? Woher kennen wir ihn? Wie ist er abgehauen? Ja. Sollte er auf Drachenstein verbrannt werden, Davos hat ihm
zur Flucht verholfen und die haben sich davor auch ein bisschen angefreundet, weil die beide in der Zelle saßen. Ja. Und Gendry ist ja davor noch mit Arya sogar herumgereist und mit Hot Pie, heiße Pastete. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Gendry für Davos so ein bisschen wie ein Ersatzsohn ist. Ja. Also in den Büchern hat Davos übrigens noch mehr Kinder. Ja, also ganz viele und irgendwie sterben alle. Nicht alle, ich glaube, ein paar überleben, aber sind halt richtig jung. Aber Gendry ist schon aber das ist irgendwie so ein Mann, imponiert. Ja, aber das ist irgendwie so ein Mann, der wirklich einen Sohn nach dem anderen verliert, auf jeden Fall, ja. Davos. Auf jeden Fall ist es so, dass Gendry halt königliches Blut in sich trägt, denn er ist einer der vielen Bastarde von Robert Baratheon, dem fetten König und BFF von Eddard Stark. Ja. Ja, und witzig ist, fand ich auch, dass Davos die ganze Zeit das Wort Fuck benutzt, übrigens. Das sagt er oft. Ja, das sagt er aber wahrscheinlich auch, weil er ist einerseits auch, er kommt aus dem Flohloch und er weiß, wie die Leute da reden und Gendry ist auch aus dem Flohloch. Ja. Und das Flohloch ist quasi das Ghetto von Königsmund. Ja. Also der wirklich der Rotlichtbezirk, der runtergekommene Bezirk. Ja. Und, ganz toll fand ich das Zitat: Nothing fucks you harder than time. Ja. Also nichts fickt dich mehr als die Zeit. Genau. Und Davos muss gar nicht, er dachte, er muss Gendry überzeugen, aber der nimmt sofort seinen Kriegshammer mit und ist bereit, dieses Ghetto zu verlassen. Da ist auch ein Hirschkopf drauf, also er trägt wirklich Robert Baratheons Haus Baratheon halt weiter. Ja. Eigentlich und ich finde, das zeigt ja auch, dass er stolz ist, dass er, auch wenn er ein Bastard ist, dass er der Sohn von Robert Baratheon absolut. Ist, also was ist halt er auch spät erst erfahren hat. In Game of Thrones ist es halt auch immer wieder so eine Sache, so ein wiederkehrender Aspekt, dass Bastarde gerade zu ganz großen Titeln und sowas aufsteigen. Nimm zum Beispiel Ramsay Bolton, der von seinem Vater legitimiert wird und der Lord von Winterfell dann sogar wird. Nimm Jon Snow, der jetzt der König des Nordens ist. Gendry hier. Haus Schwarzfeuer in der Vorgeschichte. Dann nimm Elaria Sand, die quasi die Herrscherin von Dorne wird. Ja. Mit ihren Salzstangen. Und habe ich irgendwen vergessen? Irgendein Bastard, der auch ganz groß ist. Bastard, kommt. Ja, Tyrion. Tyrion quasi, weil er als Bastard angesehen wird, als Zwerg. Wobei es ja auch diese Theorie gibt, dass Tyrion eventuell tatsächlich ein Bastard ist und von Aerys das II. Gezeugt wurde. Sehen. Das werden wir noch sehen. Ich weiß, du hältst das für nicht sehr wahrscheinlich. Ich find's halt irgendwie blöd, dass jeder irgendwie jetzt ein Targaryen ist. Ja, aber es ist. Ja, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall trotzdem teilweise angedeutet, denn ich finde es ganz seltsam, dass George R. R. Martin in der Vorgeschichte immer wieder andeutet, dass König Aerys II. Auf Lady Joanna stand, die Frau von Tywin. Das wird wirklich ganz klar in den Raum gestellt, dass Aerys II. Eine gewisse... Das ist eine falsche Fährte. Das ist entweder eine falsche Fährte, ein roter Hering, oder wirklich Aerys II. Hat mit Lady Joanna vielleicht gegen ihren Willen geschlafen und sie hat es nicht verraten oder sowas, aber es gibt halt die Theorie, dass, dass Tyrion der Sohn von Aerys II. Ist, damit der Bruder von Daenerys Targaryen und dass er vielleicht auch so missgestaltet ist, weil Aerys halt diese incestuösen Targaryen-Gene weiterträgt. Und auch so viele Missgestalten auf die Welt gebracht genau, hat. Genau, und das auch. Zum Beispiel Viserys. Aber also diese Theorie ist halt definitiv da, muss man einfach mal so sagen. Und er wäre dann halt tatsächlich auch ein würde halt auch dazu passen, dass immer wieder gesagt wird, alle Zwergen sind Bastarde in den Augen ihrer Väter. Ja. Vielleicht ist er tatsächlich ein Bastard. Ja. Also wer weiß. Oh, genau, übrigens. Das ist nur eine Theorie, aber ich persönlich finde die gar nicht so abwegig. Ja. Ja. Kommen wir zurück zum Kriegshammer, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, dass Robert Baratheon, also dass nicht nur ein Hirschstraff ist, sondern dass Robert Baratheon selbst immer einen Kriegshammer geschwungen hat und damit auch Rhaegar Targaryen umgebracht hat. Genau. Und zwar das wäre dann auch wieder so, wir erfahren ja, Jon ist der Sohn von Rhaegar und Gendry ist der Sohn von Robert Baratheon und er hat einen Kriegshammer. Und was, vielleicht kommt da nochmal so eine Rückschlacht. So zwischen Gendry und Jon Snow, wenn die rausfinden. Halte ich für absoluten Quatsch, ich finde es halt so krass. Also auch wieder, das würde auch wieder auf dieses, wer früher gegeneinander gekämpft hat und wer jetzt miteinander kämpft. Absolut. Das ist ja auch, Robert Baratheon hat ja alle Schlachten nicht unbedingt mit Agilität oder Technik gewonnen, sondern mit purer Kraft. Man sagt immer, Robert Baratheon war vielleicht der kräftigste, stärkste, also mit reiner Muskelkraft. Außer jetzt Mael ist der Abscheuliche oder, oder Gregor Clegane. Aber Robert Baratheon soll ein extrem guter, starker Kämpfer gewesen sein und deswegen hat er auch diesen Streithammer und er soll Rhaegar Targaryen derart hart getroffen haben an der Rüstung, dass die Rubine aus der Rüstung gefallen sind und im See untergegangen sind. Deswegen heißt der Ort jetzt Rubinfurt.
Und vielleicht ist es bei Gendry mit dem Kampfstil ähnlich. Vielleicht ist das dann pure Entschlossenheit, purer Wille, purer das, Kampf und Stärke. Dazu kommen wir nämlich jetzt zur nächsten Szene, wo dann das auch gleich aufgelöst wird. Ach so, ja. Und zwar Davos und Gendry sind eigentlich fertig. Die machen das Boot bereit. Und dann sehen wir im Hintergrund, dass da Goldröcke anrücken. Mhm. Und was ich mir dann gedacht habe, boah, dieser rechte Goldrock, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, da habe ich mal ein bisschen geguckt. Ja. Und der Typ hat in dem Theaterstück in Braavos in Essos, Eddard Stark gespielt. Das ist der gleiche Schauspieler, also der heißt Kevin Eldon. Also sie haben einfach den Schauspieler zweimal benutzt. Ja. Ja. Gut, schön, dass dir das aufgefallen ist. Das ist auch super wichtig für die ganze Folge. Also ist ein nettes nice to know. Jetzt kommen so Fantheorien, vielleicht ist er ein gesichtsloser Mann. Oh Gott, ja, das wird hundertprozentig kommen. Er ist ein Assassine und... Das wird hundertprozentig kommen. Aber jetzt ist er tot, toll. Ja. Die Goldröcke stellen Davos und Gendry und Davos besticht sie und verzaubert sie mit seinem Charme. Und das ist halt tatsächlich so, dass man da genau sieht, warum er so ein Schmugglergott ist, wie er zum Zwiebelritter wurde. Er hat es einfach drauf. Er ist sehr eloquent auf seine Weise. Ja, und er ist sehr gut im Lügen halt auch. Es ist halt ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Ja. Und im Schmeicheln, aber auch nicht im so schleimerischen Schmeicheln, sondern im charmanten Schmeicheln. Ja, ich kann mich übrigens noch erinnern, als ich die Bücher gelesen habe zum ersten Mal, habe ich die ersten reinen Davos-Kapitel, die aus der Sicht von Davos erzählt werden, habe ich mir noch gedacht, so, oh, jetzt kommt ein Davos-Kapitel. Warum spielt er überhaupt so eine, der wird doch gar keine so wichtige Rolle spielen. Und dann so nach ein, zwei, drei Kapiteln habe ich mich mehr und mehr in diese Figur verguckt. Und mittlerweile bin ich einfach ein Riesenfan von Davos. Das ist eine so großartige, tolle Figur. Ja. Ja. Und auch der Schauspieler. Ja, das auch. Liam Cunningham. Ja, der ist auch super. Auf jeden Fall. Und super sympathisch. Also die Rolle ist schon auf ihn geschrieben. Ja. Tyrion durchkreuzt die schnelle Flucht, denn er kommt da an. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Warum hat er sich nicht einfach versteckt? Er versucht da einfach... Oder einfach so die Hände vor das Gesicht zu schlagen. Genau, wie ein Strauß. Ja. Oder einfach auf die Zehenspitzen gestellt, dass er größer ist. Ja. Aber er versucht da einfach nur dran vorbeizugehen und im Prinzip, ich meine, wollen wir es einfach überspringen, Gendry schlägt die beiden tot. Ja, ich habe übrigens vor kurzem wieder Rick and Morty geguckt, da gibt es eine Folge mit diesem Parallelwelt-Fernsehen und da ist auch eine kurze Szene von Game of Thrones. Ja. Da ist Tyrion groß und alle anderen sind Zwerge. Geil. War das in der zweiten Staffel der Fernsehfolge? In der ersten? Ja. Boah, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich mal gucken. Anschauen, geile Serie. Ja, auf jeden Fall. Aber so viel zu, wir schweifen immer ab. Jaime und Cersei. Qyburn ist bei Cersei und Jaime fragt doch direkt, warum Qyburn da ist, ne? Ja. Also hat mich auch so ein bisschen erinnert, wie immer, wenn, das hat man in der vorangegangenen Staffel immer gesehen, dass früher war ja, Maester, oh Gott, Pycelle. Stimmt. Ja. Das ist schon ein Namen vergessen, weil er schon lange tot ist. Ja. Da war ja eher immer so dieser Ansprechpartner für die Tränkchen und Wehwehchen. Ja. Und stand immer so merkwürdig im Raum drin. Jetzt hat das Qyburn übernommen. Ja. Er ist schon ein bisschen creepy. No, was will Qyburn? Warum fragt Jaime, was Qyburn da gemacht hat? Das hat sich weil er wahrscheinlich ihm nicht ganz traut. Ja. Und weil ihm Qyburn ein bisschen zu nah an Cersei dran ist. Ja. Weil Qyburn wahrscheinlich auch alles weiß. Ja. Und was mir nämlich auch aufgefallen ist, Qyburn spricht Jaime mit Sir an und eigentlich nicht mit Lord, my Lord. Weil eigentlich ist Jaime ja das Oberhaupt des Hauses Lannister. Ja. Also vielleicht ist da so auch so eine kleine Spannung. Vielleicht will Qyburn ihn ein bisschen ärgern. Hm. Oder ist einfach Quatsch. Er ist ja auch ein Sir. Ja, aber trotzdem, man wird ja mit dem höchsten Titel, das wird ja auch immer so drauf beharrt. Ja, also mit Your Grace und mit My Lord und mit den ganzen Ansprachen. Ja, wer weiß. Ja. Jaime erzählt auf jeden Fall, dass er sich mit Tyrion getroffen hat und jeder, der einen Wutanfall von Cersei erwartet hat, bekommt ihn nicht. Denn weil sie guckt einfach ihn weiter an. Wir sprechen ja immer wieder über diese versteinerte Miene von ihr, von dieser kalten Berechenbarkeit. Das ist halt ihr Kalkül. Das macht sie so wahnsinnig angsteinflößend und auch dadurch, dass sie so wenige Emotionen zeigt, wirkt sie halt genau deswegen auch so unmenschlich. Und ich finde, sie ist wirklich eine wahnsinnig, also auch die Schauspielerin Lena Headey, ist wirklich, ich finde das absolut überzeugend und diese Serien Cersei liebe ich wirklich über alles. Sie ist eine echte Wucht. Ja. Die hat aber auch schon mal eine Königin gespielt, in einem anderen Film. Tatsächlich. In 300.
In 300, stimmt. Da sieht sie die Frau von Leonidas, ne? Genau. Ja, genau. Gute alte Cersei. Die erfährt, dass Danny den Waffenstillstand will und kann das eigentlich nicht so ganz glauben. Ja. Genau, aber sie beschließt halt auch dann, dieses Treffen als List zu benutzen, um eventuell Daenerys da zu ermorden oder zu ermorden oder zu vergiften oder was auch immer. Auf jeden Fall, es verschafft ihr Zeit. Ja. Und Zeit ist ja ganz wichtig, weil das ist das Einzige, was sie wahrscheinlich noch hat. Ja, gut. Und dann kommen wir auch gleich dazu, dass sie sagt, dass Jaime Bronn bestrafen soll. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist die gute alte Cersei, ja. Weil das haben wir ja zum Beispiel schon in der ersten Staffel bei dem Streit zwischen Joffrey und Arya. Ja. Eigentlich wurde dann alles schon aufgelöst, aber dann hat sie gesagt, aber was ist mit dem Schattenwolf? Ja. Und dann wurde Lady, also sogar der komplett falsche Schattenwolf, musste getötet werden. Wir haben einen Schattenwolf, genau. Ja. Das war halt auch so, man sagt, spricht beim Drehbuchschreiben von Kick the Dog. Um schnell jemanden unsympathisch zu machen und ihn als Bad Guy, als Antagonisten, als Gegenspieler zu etablieren und so, dass die Zuschauer ihn hassen, soll kick the dog, also er muss etwas machen, was einfach abgrundtief böse ist. Zum Beispiel einen Hund kicken. Zum Beispiel einen Hund kicken, Hund treten. Cersei macht das halt wirklich, sie tötet einen Schattenwolf. Ja. Und hier auch wieder soll, obwohl das eigentlich keine große Sache ist, soll Jaime Bronn bestrafen. Und zweitens, was halt dieser Satz dann auch offenbart, ist, dass sie halt perfekt informiert ist. Und vielleicht hat Qyburn eben genau das ihr zugeflüstert, was Brenda gemacht hat. Denn, Und was ich eigentlich auch ganz witzig finde, sie sagt ja Jaime, dass er Bronn bestrafen soll. Ja. Und ist auch ganz witzig, wenn man weiß, dass die beiden Schauspieler, also Lena Headey und Jerome Flynn, der Schauspieler von Bronn, dass die im echten Leben mal zusammen waren und sich überhaupt nicht mehr leiden können. Ja. Aber, und das muss man auch sagen, wer ist eigentlich jetzt Meister der Flüsterer? Es ist immer noch Qyburn quasi als Hand. Ja. Also deswegen der hat mehrere Stellungen in sich. Ja, wahrscheinlich. Also es gibt auch keinen kleinen Rat mehr. Genau. Er ist wahrscheinlich Meister des Goldes, Meister der Flüsterer, Meister von allem. Des Rechts. Ja. Ja. Also, vielleicht hat Qyburn einfach das ihr mitgeteilt, als Jaime da reinkam. Ja, und dann erfahren wir, was hast du denn noch geschrieben? Mach mal weiter, Jonas. Also, ja, Cersei will dann Daenerys quasi mit den Mitteln von Tywin bekämpfen, die er damals angewandt hatte. Also geschickte Diplomatie und dann irgendwann zuschlagen. Ja, genau. Und sie sagt dann noch den schönen Satz, egal ob tote Männer, Drachen oder Drachenkönigin, Jaime und Cersei werden das durchstehen. Ja. Und dann erfahren wir eine neue, sehr interessante Information. Ja, Cersei hat Bauchschmerzen. Ja. Ich habe nämlich zuerst gedacht, dass sie so hinfasst und es um Sex geht oder was? Nee, es hieß ja immer, Jaime sagt ja einmal spaßeshalber, the war for Cersei's cunt. Ja, aber es geht darum, dass sie schwanger ist. Genau, sie bekommt ein Kind, sie bekommt Justin Lannister. Justin wie wird das Kind heißen? Wie soll es heißen? Ich wette mit dir, sie nennen es Tywin. Ich wette mit dir, sie nennen es Tywin. Tywin oder... Es ist halt die Frage, ob es männlich oder weiblich wird. Ja, dann nennen sie es halt... Das wird bestimmt ein Junge und sie nennen es Tywin. Und wenn es weiblich ist, Joanna. Wie die Mutter. Genau. Ja. Aber falls ihr eine Idee habt, wie das Kind heißen sollte, egal ob männlich oder weiblich... Ja. Vielleicht nennen sie es D'Angelo. Ja. Craster Lannister. Craster Lannister. Wie wär's mit Daenerys Lannister? Daenerys Lannister. Ja. Wie wär's mit. Okay, nee, komm, jetzt muss noch mal was Witziges kommen. Euron Lannister. Euron Lannister. Wie wär's mit. Oh, stimmt! Was? Das haben wir ganz außen vor gelassen. Wenn die den Krieg gewinnt, dann muss die Euron heiraten, aber was ist dann mit dem Kind? Ja, ist dann halt da. Nee. Euron will ja nicht, dass das Kind von Jaime und Cersei... Achso, ja, dann wird es wahrscheinlich umgebracht. Ja, dann will er das wahrscheinlich umbringen. Das bringt ja auch nochmal eine zusätzliche Konfliktebene. Armer kleiner Kurt Lannister. Kurt Lannister? Ja. Lannis Lannister. Wolfgang Lannister. Nein, Hubertus Lannister. Nein, Lancel der Zweite Lannister. Ja, Lancel der Zweite. Gut, viele mögliche Namen, die er haben könnte. Du hast mit David Hasselhoff Lannister. Doppelname. Hans-Jörg Lannister. Ja.
Und da ist tatsächlich aber wieder soweit, also es braucht eine, man merkt halt auch, dass Daenerys, oh Gott, dass Cersei in erster Linie, da steht sogar Cersei und du sagst Daenerys. Dass Cersei in erster Linie eine Mutter ist, denn es ist tatsächlich so, dass sie in dem Moment wieder menschlich wird. Ja, also auch emotional ist, gerührt ist, genauso wie Jaime. Ja. Und sie lächelt auch und ich habe das Gefühl, das erste Mal, dass sie wieder so ein positives Lächeln hat, was nicht jetzt, sie lächelt ja auch mal, als Ellaria gefangen wird, aber das ist ja eher so dieses Schadenfreude-Lächeln, ja. Dieses erfüllte Rache-Lächeln. Mhm. Aber jetzt haben wir, oder ja, wie du gesagt hast, sie ist wieder Mutter. Ja, sie ist Mutter, sie ist menschlich. Ja. Sie hat auch dieses total Unemotionale, was zum Beispiel Tom betroffen hat, abgelegt und freut sich einfach, dass sie mit ihrem Bruder ein neues Kind bekommt. Das ist ein toller Ersatz, der bei Game of Thrones fand. Aber das ist ja auch das, was Jaime fragt. Was sollen denn die Leute denken, wenn sie erfahren, dass wir als Geschwister wieder ein Kind bekommen? Und es ist halt, wen juckt's? Cersei kümmert sich nicht mehr darum. Was er eigentlich für sie als seine Geliebte oder seine Freundin oder seine Frau spricht, dass es ihr eigentlich egal ist, was andere darüber sagen. Absolut. Dann reisen wir wieder. Und, bevor das Reisen, Cersei sagt er zu Jaime, aber betrügt mich nicht. Genau. Also kurz im Moment so, Jaime, okay, scheiße, jetzt hat sie mich bei den Eiern. Ja. Drachenstein. Davos sagt, dass Gendry nichts von seiner Herkunft sagen soll vor Jon, doch Davos erzählt, wer er ist. Nee. Was meinst du? Nein, Gendry, ja, du hast es falsch aufgeschrieben. Ja. Aber also es ist halt sehr witzig, dass Gendry reingeht und sagt sowas, ich bin der Bastard von Robert Baratheon, ich bin Gendry. Ja. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass er halt plötzlich alles nachholen will, was er in der Abwesenheit von den anderen Staffeln gemacht hat. Aber es ist ja wirklich genauso, wie auch Robert Baratheon und Eddard waren. Es ist sehr, sehr, sehr ähnlich, so diese gesamte Herangehensweise. Ja. Man muss sich nur an Staffel 1, Folge 1 erinnern, wie der König, wie Robert Baratheon in Winterfell ankommt, aussteigt und das Erste, was er zu Eddard sagt, ist, du bist fett geworden. Ja. Das ist halt so dieses direkte, freundschaftliche. Ja, das haben wir auch später, John sagt dazu immer, you're much leaner. Ja. Und er sagt zurück, you're much shorter. Genau. Also, du bist viel dünner als dein Vater Robert. Und dann ist die Antwort, du bist viel kleiner. Also, es ist halt genau wie, der Staffel. Oh, ich habe das. Du hast jetzt genauso hier auch aufgeschrieben. Sehe ich jetzt erst. You got fat und ja, wunderbar. Ja. Beides Bastarde, das ist wahr. Und die beiden, also auch Gendry will sich beweisen. Ich meine, John ist mittlerweile der König des Nordens. Und wir erfahren, dass dieses Team, das nördlich der Mauer reist, um einen Wiedergänger zu fangen, dass es größer und größer wird. Ja. Und was man auch halt direkt merkt, dass obwohl Gendry und John sich eigentlich überhaupt nicht kennen, dass Gendry eigentlich ihn wie einen Gleichgestellten behandelt. Mhm. Und auch in dem Moment, als er dann sagt, you're much shorter, dass er dann plötzlich merkt, oh scheiße, ich rede eigentlich mit dem König. Ja, genau. Und John gefällt das. Ja. Der lächelt er dann. Und hier gibt es auch schon wieder eine Parallele zu Aegon Targaryen. Der hatte nämlich einen Halbbruder, einen Bastard namens, man mutmaßt, dass das sein Halbbruder war, aber es war ein Bastard namens Aurys, der quasi das Haus Baratheon gegründet hat. Ja. Und jetzt ist es quasi John als Sohn von Rhaegar Targaryen, der auch einen guten Freund jetzt gewinnt, quasi einen Baratheon-Bastard mit Gendry. Also das ist auch wieder, Geschichte wiederholt sich. Sehr, sehr, sehr offensichtlich. Ja. Ja. Gut, und was mir nämlich an der Szene auch noch aufgefallen ist, wir sagen es ja immer, dass es immer auf die Fresse ist, dass es ein Targaryen ist oder dass er das Lied von Eis und Feuer ist. Wir sehen hier wieder, wie in der 10. Folge der 6. Staffel, das Licht, das auf Jon scheint, ist auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite gelb. Also Eis und Feuer. Eis und Feuer. Stark, also jetzt Mutter Lyanna Stark und Vater Rhaegar Targaryen. Genau. Ja. Ja, und Gendry spricht auch über das Schwert von Jon. Ja, also der sieht, dass das ein gutes Schwert ist, ohne sogar dann noch der. Das noch in der Scheide steckt. Ja. Hör auf, Jonas. Unglaublich. mach weiter. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das der Anfang einer großen, schönen Freundschaft, so wie bei Eddard und Robert. Wie in Casablanca. Genau. Ja. Aber hoffen wir, dass das nicht so zu Ende geht wie mit Eddard und Robert. Ja. Genau. Und dann gehen wir auch raus aus der Höhle. Aus der Höhle des Löwen zu einem Anhänger oder einem Mitglied einer Familie, das das Löwen als Wappen hat. Tyrion Lannister, ist okay, mach weiter. Genau, Tyrion gibt Jorah eine Münze, die einst ein Sklavenhändler den beiden gegeben hat. Und er sagt, dass Jorah auch die Münze wieder zurückbringen soll. Also die Münze hat großen Wert für Tyrion oder für die
Freundschaft zwischen Jorah und Tyrion. Mhm. Die beide als Sklaven in Essos gehandelt wurden. Genau, die eigentlich ziemlich viel durchgemacht haben, obwohl die eigentlich sich überhaupt nicht leiden konnten, mhm. aber jetzt auch als Freunde dastehen, was halt auch wieder für diese ganze Figurenentwicklung in Game of Thrones steht. Mhm. Oder wie wir jetzt schon tausendmal gesagt haben, mhm. wer anfangs gegeneinander ist und wer jetzt zusammenarbeitet. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Jorah sehr gerührt war über diese Geste. Ja. Und Tyrion, das war einerseits berechnet, weil er ja sagt, dass er zurückkommen muss zu Daenerys, ja. weil Jorah wichtig ist für Daenerys. Oder, mhm. weil, ja, genau. Mhm. Und dann sehen wir auch eine weitere Abschiedsszene. Und zwar kommt dann Daenerys aus dem Hintergrund und verabschiedet sich auch von Jorah. Ja. Und Jorah, ich glaube, der hat auf Drachenstein die Zeit seines Lebens. Ja. So viel Zuneigung, die er von Daenerys bekommt. Ja. Ja. Er ist quasi jetzt der König der Friendzone. Der König der Friendzone. Ja, er war der Lord der Friendzone, jetzt der König der Friendzone. Ja, und dann kommen wir zu einer weiteren Verabschiedung. Ja, Jorah leckt noch Daenerys Hände ab. Ja, und Dan verabschiedet sich von Jon. Genau. Und sie sagt auch, dass sie sich an den König des Nordens gewöhnt hat. Das ist ja, ein sehr schöner Satz. Und dann haben wir wieder diesen berühmten Satz, den Jon sagt, ja. I wish you good fortune in the wars to come. Auf Deutsch, viel Glück in den Kriegen, die vor euch liegen. Was in der Serie, also gerade auch die The Wars to Come, wird ganz oft erwähnt. Mhm. Aber genau dieser Satz wurde zum Beispiel von Benjen an Brandon Mira in der 6. Staffel gesagt. Mhm. Oder in dem berühmten kleinen Scharmützel vor dem Turm der Freude von Sir Arthur Dayne zu Eddard Stark. Ja. Dann gehen wir nach Altsass, beziehungsweise verlassen Altsass zusammen mit Altsass. Ah, nee, Quatsch, das kommt danach. Ja. Erstmal kommen wir in die Behausung von Sam und Gilly oder Goldie. Sam wirkt tatsächlich zum ersten Mal genervt von Gilly so ein bisschen. Ja, weil sie ist sehr naiv und ich glaube, sie will ihm auch immer so ein bisschen Freude machen, aber er ist halt gerade nicht dafür zum Witzen aufgespannt. Ja. Und ich finde, man sieht eigentlich nicht wirklich oft, dass Samwell so unfreundlich ist. Ja. Also das ist so eine neue Seite von ihm. Ja, definitiv. Sonst war er immer sehr ängstlich oder sehr bedacht, hat dann einfach nichts gesagt. Aber jetzt ist er halt, er ist auch ein bisschen über sich hinausgewachsen, was ja nicht immer positiv sein muss. Und er wird halt auch, ist halt genervt davon, dass Gilly ihm irgendwelche unnützen Sachen sagt. Ja. Wir waren auch hier. Und das, ich habe geschrieben, dass der hohe Sept und Maynard hat jeden Scheiß gezählt. Weil er tatsächlich seine Kackhaufen gezählt hat und seinen Stuhl genau gezählt hat. Was waren die Stufen? Ich habe das, wie gesagt, ich wüsste das jetzt eigentlich sonst genau, aber das waren die Treppstufen von 15.287, aber es war die vom Hohen Turm in Altsass oder wovon? In der ganzen Zitadelle. Ah, okay. Ja. Dann haben wir eine kurze. Genau, sie sagt etwas über eine Annullierung. Ja. Und dann hätte Samwell einfach ein bisschen mehr zugehört und wüsste er einige Sachen. Ja. Aber das ist eigentlich ein Riesending. Ja. Auch für das ist für echt das ganze riesig, Buch. Ja. Es geht um eine Annullierung einer Hochzeit von einem gewissen Rhaegar. Mhm. Und da wissen wir. War mit Elia Martell verheiratet. Also es geht nicht nur um alle Annullierungen, sondern auch gleichzeitig um eine andere Hochzeit in dem Part. Ich krieg schon Gänsehaut. Wow. Wir wissen, dass Rhaegar auf Lyanna Stark stand. Wir wissen, dass sie auf stand. Und dass jetzt wissen wir auch endgültig, dass er sich von Elia getrennt hat, um mit Lyanna zusammen sein zu können oder mit ihr verheiratet sein zu können. Ja. Und das beendet endgültig den Status von Jon Snow als Bastard. Ja. Weil es heißt ja nicht nur, dass wenn Lords mit niedergestellten Frauen schlafen, dass das Bastarde sind, sondern das ist eigentlich per Definition, alles, wenn die nicht außerhalb verheiratet sind. Genau. Ja. Gut, wir wissen aber trotzdem nicht, ob Lyanna Stark dieser Hochzeit auch zugestimmt hat. Weil ich meine, das ist ja immer noch ein... Nee, aber es wird ja gesagt, es wird gleichzeitig eine Hochzeit. Ja, wir wissen ja nicht, ob Lyanna Stark... Aber trotzdem ist Jon kein Bastard mehr. Das ist wahr. Ja. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, ich meine, es ist immer noch Diskussionsgegenstand, ob Lyanna Stark auch auf Rhaegar Targaryen stand oder ob er sie wirklich gekidnappt hat und gegen ihren Willen alles gemacht hat oder ob Lyanna Stark nicht vielleicht doch irgendwo auch was für ihn gefühlt hat. Das wissen wir nicht genau und auch jetzt wissen wir. Es kann auch sein, dass er sie zu der Hochzeit gezwungen hat. Wer weiß. Geht das? Ist halt die Frage, ob dieser hohe Septon das überhaupt gemacht hätte, wenn er so erzwungen ist. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
Aber auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall daraus schließen, dass die diese Hochzeit unbedingt machen wollen, auch noch in Dorn, was wir da auch erfahren, dass die einfach nicht wollten, dass der Sohn ein Bastard wird. Mhm. Nämlich, ja. Ja, gut. Sam geht dann auch, er wird ziemlich wütend und gibt Little Sam, Sam Junior, ein Buch. Da sehen wir schon, dass er seinen Sohn genauso erzieht wie er. Erzogen hätte, worden, wollen, hätte sein, tun können. Ja. Und Sam klaut wichtige Bücher. Ja. Also diese geheimen Bücher, die verschlossen waren über die lange Nacht. Was ich ein bisschen lustig fand, dass er diese eine Rolle so zielgenau genommen hat. Ja. Was irgendwie so, er sieht nicht mal, was da draufsteht oder was die anderen Rollen. Er weiß ganz genau, dass diese Rolle die Informationen beinhalten, die die weißen Wanderer abwenden kann. Ja, und er verlässt die Citadel und er blickt noch einmal. Ja, bitte? Ja, ich habe jetzt ein paar Nachrichten bekommen, was auch ganz interessant war. Vielleicht findet Samwell raus, wie man valyrischen Stahl herstellt. Mhm. Also, gerade wenn wir auch diesen Drachendolch immer gesehen haben, und dass das halt irgendwie sein kann, dass. Aus Drachenglas. Drachenglas mit Stahl irgendwie vereint. Ja. Ja, aber das müssen wir abwarten. Was eigentlich auch Sinn ergeben würde. Das würde echt Sinn ergeben, Weil Drachenglas hilft ja allein schon gegen weiße Wanderer. Ja. Ja. Und valyrischer Stahl halt auch. Das macht sehr viel Sinn. Ja. Das stimmt. Gut, wer weiß, vielleicht wird Sam der große Schmied, der die Ausrüstung schmiedet oder das entwirft, was man braucht, um die Armee der Toten zu besiegen. Gendry macht das. Ja, oder Gendry, genau. Also Samwell kann er nicht schmieden. Gendry Sam gibt den Dings. Ja. Genau. Dann sehen wir, wie Samwell sich eigentlich von diesem Leben verabschiedet. Wir sehen, dass er sieht nochmal hoch zu diesem Modell, diesem Planetenmodell. Das man halt aus dem Intro auch kennt, dieses, was sich da dreht zum Game of Thrones Logo. Das Thema der Citadel wird gespielt und ist halt auch so dieser krasse Gegensatz. Als er damals gekommen ist, war das alles so hell erleuchtet und warm. Es war sehr, sehr positiv alles. Und jetzt es war halt auch sehr warm vom Grading her. Ja, und wir haben auch im Hintergrund gesehen, dass da noch Leutchen rumlaufen. Ja. Und jetzt in so einer Nacht- und Nebelaktion. Kalt, düster, blau, dunkel, verlassen. Genau. Und man kann eigentlich schon, glaube ich, sagen, dass er sehr enttäuscht ist. Ja, definitiv. Dass er sich das komplett anders vorgestellt hat. Er ist halt auch kein Maester geworden. Ja. Und weiß immer noch nichts vom Tod seines Bruders und seines Vaters. Wahrscheinlich nicht. Ja. Oder vielleicht ist er deshalb so ruppig, aber ich fände es schade, wenn das ausgelassen wird. Ja, weil mich das interessiert, wie er reagiert. Ja, das stimmt. Und dann sagt er auch nochmal einen Satz: I'm tired of reading Achievements of Better Men. Ja. Also er ist müde über Taten großer Männer zu lesen. Er will jetzt selber agieren. Genau, er will selber agieren. Und das ist eigentlich so ein Callback zu den Worten seines Vaters, der ja auch gesagt hat, er will dann sein Leben damit verbringen, von Taten besserer Männer zu lesen. Genau. Und ich meine, es ist jetzt tatsächlich so eingetroffen, dass Randall Tarly und Dickon Tarly gestorben sind. Die haben Sam immer runtergebuttert und runtergemacht dafür, dass er nicht so ein guter Kämpfer und Lord ist wie sie selbst. Oder dass er eben so eine Memme ist und Meister werden möchte und sowas. Ja, er lebt, er ist groß, er hat es geschafft. Er ist größer geworden, als die beiden sich jemals hätten ausmalen können. Und seine Informationen werden wahrscheinlich noch sehr wichtig sein für den Ausgang von dem Ganzen. Genau. Dann kommen wir zu einer interessanten Szene in Winterfell. Bitte, was? Ich fände es schön, wenn er, was weiß ich, vielleicht stirbt er zum Ende der Serie. Mhm. Und dann wird in der Citadel, bekommt er noch irgendwie eine Statue. Den Ehrentitel eines Meisters und eine Statue oder sowas. Oh, wow. Ich musste gerade ein bisschen kotzen. gut, Jonas, machen wir weiter. Kleinfingers Spion-Tour. Genau, in Winterfell. Arya folgt ihm. Mhm. Und wir sehen dann, dass er sich zum Beispiel mit Lord Glover und mit Bronze John berät. Und dann wissen wir auch ganz genau, okay, jetzt wissen wir, woher das kommt, dass genau die beiden sich gegen John aussprechen. Genau. Ja. Also Littlefinger intrigiert da weiter und spielt das Game of Thrones. Genau, er will, dass Sansa irgendwie an die Macht kommt, weil er denkt, dass er auf Sansa, oder er hat Einfluss auf Sansa. Genau. Und wir sehen, dass da Littlefinger hinter diesen ganzen Machenschaften steckt. Und auch das wurde ja bereits in Staffel 6 angedeutet. Das haben wir in der letztes Jahr in der Folgenbesprechung auch immer wieder gesagt. Dass Kleinfinger langsam einen Keil zwischen Sansa und Jon treibt und dafür einen Konflikt im Hause Stark sorgt. Und Er bekommt die Schriftrolle und versteckt sie irgendwo in seinem Zimmer, schließt ab und haut ab.
Und das ist ja auch interessant, weil Littlefinger hat eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Er ist als Mündel bei den Tullys aufgewachsen und hat sich in Catelyn Stark unsterblich verliebt und hat dadurch auch immer eine Abneigung gegenüber Eddard Stark empfunden, weil Eddard Stark halt derjenige war, der... Zuerst gegen Brandon Stark, der ihn ja auch verletzt hat. Ja. Und dann eben danach gegen seinen Bruder Eddard Stark. Genau. Und das ist so Littlefingers Ding, sein ganzes Leben lang immer einen Keil in das Haus Stark zu treiben. Das ist das neue, die Worte des Hauses Stark sind, wir mobben Kleinfinger. Und die Worte des Hauses Baelish sind dann, ich treibe einen Keil zwischen die Starks. Wow, super Satz. Maester Volkan bringt Kleinfinger eine Schriftrolle und Kleinfinger. Also das haben wir jetzt schon gesagt. Littlefinger versteckt sie. Okay. Ja. Und Aya hat ihre Taschendieb-Skills, also ihre Schlossöffnen-Skills auf Meister. Mhm. Habe ich mich so ein bisschen an Skyrim erinnert, wenn man so dieses Minigame machen muss. Ja. Und sie findet dann schlussendlich auch die Rolle. Ja. Und die ist eigentlich ganz interessant, wenn man den Inhalt genau weiß. Also man sieht ja nur so einen Ausschnitt. Aber aus der ersten Staffel weiß man, dass das ein Brief war von Sansa an Rob, in dem steht, dass Rob Joffrey die Treue schwören soll, dass Eddard Verrat begangen hat. Mhm. Und Rob kann auch im ersten Moment gar nicht glauben, dass das Sansa geschrieben hat, weil ja Sansa eine Stark ist und keine Lannister oder sowas. Ja. Und er nicht sagen würde, dass er Treue schwören soll. Aber Maester Luwin sagt dazu einfach, dass es die Handschrift von Sansa ist, aber es sind die Worte von Cersei. Ja. Und das ist übrigens auch die Szene, wo er dann später dann sagt, call the banners. Diese geile Szene. Ja. Also, was bringt diese Schriftrolle Littlefinger? Also ich glaube, das könnte, weil Arya nicht weiß, dass das die Worte von Cersei sind und die Handschrift von Sansa, dass sie denken könnte, dass Sansa halt schon immer so ein bisschen intrigant war und dass sie gegen das Haus Stark war und dass man dann halt, dass sie dass das nochmal weiter einen Keil zwischen die Tristi treibt, weil sie halt nicht weiß, was soll diese Schriftrolle, was hat Sansa mit der gemacht, was ist da passiert alles in Königsmund. Ja, ich habe auch noch den, also sollen wir das vorlesen? Lies vor. Also es gibt den Inhalt der Rolle, das sieht man nur so angeschnitten. Ja. Rob, I write you to, oh Gott, liest du das vor. Rob, I write to you with a heavy heart. Our good king Robert is dead, killed from wounds he took in a boar hunt. Father has been charged with treason. He conspired with Robert, ich mach's direkt auf Deutsch, scheiß drauf. Rob, ich schreibe dir mit einem schweren Herzen. Unser guter König Robert ist tot. Er ist seinen Wunden erlegen, die er sich zugezogen hat in einer Jagd auf einen Wildschwein. Unser Vater wurde mit Hochverrat angeklagt. Er hat mit Roberts Brüdern ein Komplott geplant gegen unseren geliebten Joffrey und so hat er versucht, den Thron für sich zu gewinnen. Die Lannisters behandeln mich sehr, sehr gut und geben mir jeglichen Komfort. Ich bitte dich, komm nach Königsmund, schwöre deine Treue gegenüber König Joffrey und prevent any strife between, und verhindere einen Streit zwischen den großen Häusern der Lannisters und der Starks. Ja. Ja. Ja, also. Du glaubst, dass Kleinfinger das benutzt, um einen Keil auch zwischen die restlichen Starks also und zwischen Sansa zu treiben? Zwischen Arya und Sansa nochmal. Ja. Also das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet in der Diskussion zwischen den beiden, dass sie ja auch so unterschiedlich sind, aber dass halt sowas nochmal zusätzlich. Sieht man den gesamten Brief, diesen gesamten Wortlaut in dieser einen Einstellung, wo man den Brief sieht? Man nicht. Sieht man nicht. Aber man sieht definitiv Teile davon. Man sieht Teile davon. Okay. Gut. Was noch? Mach weiter, Jonas. Ja, also wir sehen dann ja auch, dass Arya rausgeht aus dem Raum und dass Kleinfinger sie beobachtet. Genau. Also, dass er ganz genau wollte, dass sie diese Schriftrolle bekommt, dass er das alles von vornherein geplant hat. Ja. Und Aya ist ja auch so, sie geht raus, ist abwesend, die guckt nicht mal in die andere Richtung. Hm. Ich glaube persönlich, dass das auch wiederum ein Trick von Aya sein könnte. Also weil ich meine, sie ist ein gesichtsloser Mann. Ja. Die weiß, wenn sie jemand beobachtet. Ja. Also du meinst, dass Littlefinger eigentlich da super gerissen ist, aber er halt trotzdem immer noch Arya unterschätzt. Denn ihm ist nicht klar, dass sie halt ein gesichtsloser Mann ist. Ja. Und, Aber es kann natürlich auch sein, dass Arya es wirklich nicht weiß. Ja, und dann würde sie halt auf diese List reinfallen. Ja. Das ist halt die Frage, wie bei Schnick, Schnack, Schnuck oder sowas, um wie viele Ecken denkt man. Ja, Moment, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay. Ich habe gewonnen. Ja. Für alle Podcasts. Aber das war tatsächlich dann, also es war zweimal Stein gegen Stein und dann hast du, habe ich weiterhin Stein gemacht, der gute alte Stein, und du hast Papier gemacht. Da war auch wieder die Frage, okay, wer gibt jetzt den Stein auf? Um wie viele Ecken denkt man? Oder denkt Jamie, er, dass ich gibt den Stein auf. Ah, nice. Gut, dümmster Dialog ever in der Folgenbesprechung. Wir gehen aber jetzt nach Ostwacht, denn da gibt es tatsächlich einen kleinen einen kleinen Rat, also einen kleinen Kreis. Keine Folgenbesprechung ohne Martinshorn. Ja. Wir sehen da folgende Personen. Wir sehen Davos, wir sehen Jon, wir sehen Tormund, wir sehen Gendry und auch Jorah. Ja, die sitzen alle an einem Tisch, was einfach schon mal so ein What-the-fuck-Moment ist. Ja, so wie zur Hölle sind die fünf da zusammengekommen. Das ist ja unglaublich. Wir sehen ja auch, dass die, als die aus dem Boden aussteigen, haben die, glaube ich, auch Taschen dabei. Ich glaube, da ist Drachenglas drin, dass die auf jeden Fall schon mal ausgerüstet sind. Sodass dieses Drachenglas von Gendry geschmiedet werden kann zu Waffen. Könnte, und ja. Sam könnte sagen, hier, macht aus dem Drachenglas valyrischen Stahl. Ja, aber zuerst können sie ja zum Beispiel das auch als Pfeilspitzen und sowas verwenden. Ja. Oder als Speere. Ja. Genau, und dann kommt Tormund und sagt einen ganz tollen Satz, musst, also welche Königin John überzeugen muss. Ja. Musst du die überzeugen mit den Drachen oder die, die ihren Bruder fickt? Ja. Und das Witzige ist, dass die, die ihren Bruder fickt, nicht mal eine Targaryen ist, sondern eine Lannister. Aber ja. Oder genau, das sollten wir auch mal gerade klarstellen. Ja, Cersei ist eine Baratheon, klar. Steht auf dem, ist auf dem Papier natürlich eine Baratheon, aber sie ist... Sie ist Cersei, die erste Lannister. Sie scheißt komplett auf das Haus Baratheon und bezeichnet sich als Lannister. Der Löwe ist im Thronsaal von Königsmund mittlerweile, überall an den Fenstern und so weiter. Ja. Also kann man wirklich sagen, so warum zur Hölle ist im Intro immer noch nicht der Löwe auf Königsmund? Ja. Das sollte streng genommen schon so sein, denn hier herrscht nicht Haus Baratheon. Haus Baratheon ist quasi ausgestorben. Ja, wir reden mal mit den Showrunnern und sagen, dass sie das... Es ist, ich würde sie auch nicht Cersei Baratheon nennen, auch wenn sie vielleicht in Westeros auf dem Papier so heißen mag. Es ist quasi Cersei Lannister. Ja. Muss man so sagen. Genau. Und Tormund fragt auch nach der großen Frau, ob die auch mitkommt. Brienne? Auf diese Tour. Ja. Und ob, ja. Wie das hier schön... Was mir aber gemacht... Er kann sich nicht mal ihren Namen merken. Ah, er steht auf sie, ist doch egal. Ja. Steht auf sie... Okay, ja. Versucht das mal. Gut. Genau. Und dann erfahren wir, dass sie nicht die Einzigen sind, die hinter die Mauer wollen. Ja. Und dann, ich hab das mir mal aufgeschrieben. Ja. Was da eigentlich gerade passiert, als sie da in diese Zelle treten. Ja. John trifft auf Beric Dondarrion einen anderen, der zum Leben erweckt wurde, sogar sechsmal. John trifft auf einen anderen roten Priester, nämlich Thoros. Ja. John trifft ein weiteres Mal auf den Hund. Das erste Mal haben die sich in der ersten Folge gesehen. Ja. Oder John hat ihn gesehen. Ja. Gendry trifft ein weiteres Mal auf die Bruderschaft. Ja. Tormund trifft auf einen anderen Mormont. Ja. Jorah trifft auf Thoros, die kennen sich ja auch aus früheren Zeiten. Davos trifft auf einen anderen Anhänger des Glaubens an den Roten Gott, also Thoros. Genau. Ja. Und, oder auch Beric. Und Tormund, der auch rothaarig ist, trifft auf einen anderen rothaarigen Thoros. Ja, also da passiert sehr viel Historisches auch. Und hier sind wir nun alle, sagen sie. Ja. Das ist ja sehr bezeichnend. Genau. Sekunde mal, ich habe gerade mir was überlegt. Also da sitzen Davos, Jon, Tormund, Gendry und Jorah. Und, nee, schon gut, okay, das überspringen. Ich hatte gerade einen sehr dummen Gedanken. Ja. Hier sind wir nun alle. Sie stehen alle auf derselben Seite, obwohl alle sich an die Gurgel gehen könnten. Was meinst du damit? Ja, wir haben Gendry gegen die Bruderschaft. Die haben ja so einen Clinch. Mhm. Tormund und Jorah, der eine ist ein Mormon, der andere ist ein Wildling. Ja. Und so halt. Ja, ja. Also, ach so, ja, genau. Das sind halt alles total ungleiche Typen, die eigentlich so, ganz andere Ziele früher hatten, ja, die jetzt aber... zusammenarbeiten müssen, genau, um nördlich der Mauer einen Wiedergänger finden. Das ist quasi das dreckige Dutzend oder quasi der Suicide Squad von Westeros, genau, die sich da zusammenschließen. Es ist schon sehr, 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 sehr comichaft und konstruiert, aber es hat halt auch was sehr Schönes. Es hat was extrem Cooles. Ja. Weil das halt so die krassesten Fighter aus Westeros sind. Ja, ich habe mir auch so krassesten Motherfucker. Ich habe so einen Rollenspielvergleich, habe ich mal noch aufgeschrieben. Ja. Sandor ist so der Tank. Thoros ist der Heiler und Kampfpriester, Jon ist der Kommandant, Gendry der Schmied und auch Kämpfer, Jorah ist sowas wie ein Ritter oder so ein Paladin. Ja. Beric ist der Untote und Tormund ist einfach Wildcard. Ist die Wildcard, okay. Ja. Gut, es sind sieben Streiter. Sind es sieben? Plus noch einige Anhängsel an Wildlingen, die auch mitkommen wollen. Gut, weil du Davos nicht als Kämpfer zitierst oder warum?
Also Davos kommt ja nicht mit. Davos kommt nicht mit, stimmt. Ja. Aber der wäre sowas wie der Redner. Ja, aber damit haben wir quasi Jon, Tormund, Gendry, Jorah, Thoros von mir, wir haben Lord Beric Dondarrion und wir haben Sandor Clegane und das sind sieben. Genau. Ja. Und die sieben hat ja auch ihr müsst euch mal den Wikipedia-Artikel zu sieben durchlesen. Ja. Die sieben hat so in so vielen Kulturen so krasse Bedeutung, ja. Aber sie wird ja vor allem hier vor auch allem in der westlichen Welt. In der westlichen Welt. Aber vor allem in der Westeros-Welt. Und in der Westeros. Es gibt ja den Glauben an die sieben. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja. Aber es wird auch als Glückszahl angesehen. Es gibt sieben Wochentage, es gibt sieben Weltwunder, es gibt sieben Sinne. Und wir sehen ja auch mal in der vierten Staffel war das, glaube ich. Es gibt sieben Sinne? Wenn du Orientierung und Gleichgewicht noch dazu zählst, oder was? Ja. Ah, okay. Alles klar. Also ist The Sixth Sense über die Orientierung. Genau. Ja. Da orientiert sich der Kleine. Ja, ist übrigens meine eine meiner Lieblingsszenen in King of Queens. Da sagt Doug, da habe ich ja einen siebten Sinn für oder sowas. Und dann sagt Carrie, es heißt sechster Sinn. Also was? Nein, es gibt sechs Sinne. Und dann so, nein, du Depp, es gibt fünf Sinne. Und dann sagt er, und was ist mit The Sixth Sense? Ein ganzes Filmteam hat sich einfach so geirrt. Fand ich super witzig. Okay. Ja. Ja, wir sind ja in der, also wir haben die sieben auf der einen Seite. Ja. Diese sieben Streiter, mhm. Glückszahl sieben. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die weißen Wanderer. In der einen, wir sehen, als das eine Baby verwandelt wird, das im Hintergrund mit 13 zu sehen sind. Ja. Und 13 ist ja eine Unglückszahl. Ja. Ist auch wieder diesen. Also 7 gegen 13 quasi. Ja, ja, aber es wird ja auch immer gesagt, es gibt über 100 weiße Wanderer, weil ja, ja. Craster sein 100. Kind. Aber wir wissen das ja nicht mit Gewissheit, dass es so viele gibt. Ja. Und wir sehen nur in der einen Szene gibt es 13. Ja. Und die gehen raus in die ziemlich verschneite Schneelandschaft. Auf jeden Fall. Und wir wissen, dass es dann quasi in der nächsten Folge wahrscheinlich zu sehr viel Action führen wird. Genau. Dieser Suicide Squad da ist unterwegs. Ja. Sehr, sehr cool. Ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben, was eigentlich. Welche krassen Dinge in dieser Folge passieren, ja. Ja, wo man sich auch so ganz. Es geht Schlag auf Schlag. Ja. Sehr, 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 sehr viel in kurzer Zeit. Tyrion und Dany treffen auf Randall Tully. Jon streichelt Drogon. Jon trifft auf Jorah. Ja. Jorah trifft wieder auf Dany. Ja. Davos und Jorah sind in einem Raum. Ja. Tyrion ist in Königsmund wieder. Jaime und Bronn treffen wieder Tyrion. Ja. Davos trifft wieder Gendry. Ja. Tyrion trifft auf Gendry zum ersten Mal. Ja. Gendry trifft auf Jon zum ersten Mal. Ja. Jorah trifft wieder auf Tyrion, ja. Davos, Jorah, Jon, Tormund und Gendry in einem Raum. Und Davos, Jorah, Jon, Tormund, Beric, Dondarrion, Thoros von mir, Sandor Clegane und Gendry sind in einem Raum. Ja. What the fuck? Davos ist aber nicht mit im Raum. Doch, der ist mit im Raum. Der ist mit im Raum? Ja. Ich dachte, der ist. Ach ja, genau, Davos kommt ja nicht mit nördlich der Mauer. Ja, genau. Ja, ja, klar, natürlich, der ist ja mitten in der Zelle da. Ja, sorry, hätte ich gerade ein Ding. Ja. Ja. Wir haben ja schon gesagt, es gibt viele Wiedersehen, es gibt viele zum ersten Mal sehen und ich hätte mir bei Teilen von denen einfach ein bisschen längere Szenen gewünscht, dass sie mal so ein bisschen miteinander reden. Ja, deswegen, wie gesagt, also was alles passiert ist und diese gesamte Handlungsentwicklung dagegen, habe ich ja überhaupt nichts. Also es ist halt nur die Geschwindigkeit, die war in dieser Folge schon absurd hoch. Ja. Eine sehr, sehr hohe Schlagzahl, die dann auch mich tatsächlich als großen Verteidiger dieser schnellen Entwicklung in Staffel 7 eigentlich ein bisschen rausgerissen hat. Ja, warum steht hier durchgestrichen als letzter Punkt Michi grüßen? Ah, okay, ich wollte Michi grüßen. Hi Michi. Ist das ein Kumpel von dir? Ach ja, der Michi. Achso, von natürlich. Ja, klar, sorry. Ja, hört immer natürlich. Die Folge. Ja, hallo Michi. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und nächste Woche machen wir natürlich wieder eine Folgenbesprechung. Mein Akku ist leer vom Mikrofon gerade, deswegen musst du das jetzt immer. Falls ihr noch Bock habt auf weitere Videos, dann könnt ihr euch mal unsere Throne Weeks Playlist anschauen. Da sind viele andere tolle, spannende Videos zu dem ganzen Thema. Und dann hoffe ich, dass wir uns... checkt uns auf Patreon auch raus. Genau. Hier ist irgendwo der Patreon-Link und Social Media unter die Filmfabrik. Genau, ich bin das nicht so gewohnt, die Abmachung. Ja, also wir sind auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Und falls mal eine Folgenbeschreibung irgendwie später kommen sollte oder falls ihr irgendwas Behind-the-Scenes-mäßiges sehen wollt, dann checkt unbedingt unsere Social-Media-Accounts aus und uns auf Patreon halt auch. Alles klar. Da könnt ihr uns mit dem einen oder anderen auch unterstützen, wir freuen uns drüber. Alles klar. Bis nächste Woche, oder? Freitag-Podcast. Ja. Vala Morghulis. Vala Doheris.